Ja, und damit herzlich willkommen wieder mal zum Dercho TV Podcast. Ja, schon wieder einer. Gerade erst ist eine Woche her, dass es einen Podcast gab. Was ist denn los hier? Ja, ganz einfach. Die Begründung liegt auch darin, dass wir ja beim letzten Podcast, der ja über 2 Stunden ging, Rekord alleine für mich, weil so lange habe ich noch nie einen Podcast gemacht, haben wir uns jetzt gesagt, wir teilen das mal ein bisschen auf. Wir splitten das ein bisschen und kümmern uns jetzt um die einzelnen Jahre, je nachdem, wie weit wir heute kommen. Deswegen gibt es wieder einen Podcast. Ob es jetzt so wöchentlich ablaufen wird, das könnt ihr euch schon mal, sagen wir mal, hinter die Ohren schmieren, beziehungsweise mal ganz schnell vergessen. Denn wir haben auch noch Termine und können dann an den entsprechenden Tagen nicht. Deswegen heute mal ausnahmsweise eine Woche nach dem ersten Podcast nach der Sommerpause wieder einen. Und nachdem es ja letztes Mal so ein bisschen turbulent auch also durcheinander ging, haben wir es heute ein bisschen strukturierter gemacht. Trotzdem immer noch mit denselben Personen wie sonst, also mit denselben Leuten, die jetzt hier im Discord anwesend sind, mit dem Lavi. Hallo. Mit der Nebelmond. Hi. Und mit dem Sonnenhexer. Na, Ben. Ja, der Connor ist leider gesundheitlich verhindert, weswegen wir ihm auch nochmal an dieser Stelle gute Besserung wünschen. Und wir hoffen dann, dass du wenigstens in der nächsten oder in der übernächsten Ausgabe oder in den nächsten Ausgaben dieses Podcasts auch wieder dabei bist. Wir sind stehen geblieben beim Jahr 2012. Das nehmen wir heute hier durch, das Jahr 2012. Das Jahr, wo ja angeblich ja die Illuminaten gesagt hätten, wir würden alle draufgehen, aber das ist ja nicht. Das waren die Maya. Maya, okay. Sorry. Ja, stimmt, Illuminaten. Ich habe da selbst auch nicht dran gedacht. Ich muss mal irgendwann die Geschichte erzählen, wie ich das mal verkauft habe, aber das ist auch schon wieder lange her. Und wir haben es, wie schon gesagt, ein bisschen struktureller gemacht. Wir nehmen uns Zeit für das Jahr, für ein Jahr, und wir reden halt. Bevor ich hier gleich wirklich mich wundere, hä, was für ein Spiel? Ich muss auf 2012 erstmal zurückgehen. Und wir beginnen mal ganz schön das Jahr. Ich werde nämlich heute ein bisschen im Hintergrund stehen, weil ich die schönen Spiele alle gesehen habe und so gedacht habe, hast du nicht gespielt, hast du nicht gespielt, hast du nicht gespielt. Oh ja, doch, hast du nicht gespielt, hast du nicht gespielt. Ah ja, vielleicht, hast du nicht gespielt. Willst gerne darüber reden, hast du aber nicht gespielt und weiter. Deswegen lasse ich meinen 3 Gästen hier den Vortritt und wir fangen an mit Borderlands 2 und wie ich auch durch die Liste, anhand der Liste sehen kann, könnt ihr alle 3 dazu was sagen. Ich glaube, Ladies first machen wir. Oder kann man auch so sagen. Oh, Gentleman-like. Charmant. Also kriege ich jetzt immer das erste Wort. Dabei ja, heißt es immer, Frauen haben das letzte Wort. Gerne. Ja, Borderlands. Ich muss sagen, ich habe mich in die Liste eingetragen bei Borderlands. Ich habe es angefangen zu spielen. Fing an, dass ich mit DigiD angefangen habe, Borderlands im Koop zu zocken. Keine 5 Minuten später hatten wir dann noch 2 andere Geier dabei, den Mr. Rage und den Stefan. Und ich muss sagen, ich hätte richtig Bock, das weiter zu spielen. Ich gucke mir das momentan viel im Stream an. Und mir gefällt allein der Humor und der Grafikstil von Borderlands. Ich habe da im Vorfeld schon immer viel Gutes von gehört. Und das ist halt auch wieder so eine Reihe, wo ich sage, warum habe ich das nicht eher gespielt und warum habe ich nicht die Muße, mich da alleine dran zu setzen? Kann man ja dann auch gemeinsam spielen, ne? Es eignet sich sehr super als Koop-Spiel. Du kannst es ja zu 2, zu 3, zu 4 spielen und kannst immer auch im Spiel nachjoinen. Das finde ich ist schon super, wenn du dann halt einfach mal so spontan dann Hilfe hast. Ja. Nun würde ich ganz kurz was sagen. Borderlands war mein 2. Shooter überhaupt, auch durch einen Kumpel draufgebracht. Und wie soll man sagen, das Spiel ist so groß, es hat so viele witzige, teilweise auch, ich finde nicht ernste Sagen, aber wenn man sich so ein bisschen drüber nachdenkt, merkt man auch so ein bisschen den Sinn hinter dieser Aufgabe oder hinter der Story. Aber es macht halt auch einfach Bock, mit dem besten Kumpel quer über den Planeten zu streifen und einfach irgendwelche Viecher abzuballern.
Und vor allen Dingen die DLCs sind klasse. Es gab so viele gute DLCs, das muss man Borderlands einfach mal lassen, die auch Spaß gemacht haben, die vor allen Dingen was für ihr Geld geboten haben. Und ich glaube, ich weiß nicht, wer von euch die DLCs gespielt hat, aber das Tiny Tina Assault on Dragon Keep DLC. Glaube ich, ungefähr ein Zehner. Ja. Ich dürfte es, glaube ich, in meiner Game of the Year Edition drin haben. Aber Tiny Tina ist mir so schon im Spiel begegnet und was für ein durchgeknalltes Gör. Aber das DLC ist, wie soll man sagen, es ist ein Pen-and-Paper-Spiel. Das ist das. Ja, da haben mich die anderen schon drauf hingewiesen. Das soll richtig geil sein. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. So absurd, geil, genial. Und ich weiß nicht, was man zu Borderlands sagen kann. Man muss sich in das Spiel auch Zeit investieren, weil sonst versteht man nur Bahnhof, 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 Bahnhof. Und wenn man die ganzen... Wie viele Waffen hat das nochmal? Das hatte doch... Nee, das war der erste Teil mit dem Rekord. Das, so viele Waffen, so viele Skills, so viele Klassen. Das macht einfach Spaß. Und also wer es noch nicht gespielt hat, sollte es definitiv spielen. Quasi eine Spieleempfehlung jetzt so in diesem Moment. Ja, ja, könnte man so sagen. Die meisten Spiele, die wir heute ansprechen, haben eine ganz, ganz klare Spieleempfehlung. Ich habe es auch bis jetzt schon mal gespielt, bin über einen guten Kumpel dran gekommen. Der gute Kumpel hat roundabout etwas über 400 Stunden Borderlands 2 versenkt. Na gut, da bin ich mit 100. Na, nicht ganz weit. Eine Stunde jedenfalls oder zwei. Macht Spaß. Das ist aber auch ein Spiel, ich bin eigentlich kein Shooter-Fan. Es macht Spaß, wenn man im Koop spielt. Und es ist einfach in meinen Augen ein Fun-Shooter. Nicht irgendwie wie CSGO, wo du gezielt snipern musst oder sowas, sondern da kannst du losrennen und einfach nur drauf losballern. So ist meine Meinung, mein Eindruck dazu. Und deswegen macht mir das persönlich auch Spaß. Ich habe auch die Game of the Year Edition, habe auch, glaube ich, fast alle DLCs dadurch dabei. Müsste auch Tiny Tina dabei haben, habe ich noch nicht gesehen bis jetzt. Das ist so großartig. Aber ich möchte aber auch dabei sein. Aber auch dafür, dass ich dementsprechend die Story beendet haben. Aber auch dafür, dass ich das relativ wenig gespielt habe, auch von mir eine Spielempfehlung, ist oft genug irgendwo im Sale, ob nun bei Steam selber, bei Indiegala, bei Bundle Stars, wie auch immer, das kriegt man eigentlich immer irgendwie günstig. Was du eben meintest mit dem Fun-Shooter, klar, man kann es so machen, aber man kann es halt auch seine komplette Rüstung oder seine komplette Ausrüstung aufeinander abpassen, seine Skills dahin erweitern. Es ist der perfekte Balance zwischen, ich investiere da jetzt alle meine Zeit rein oder so wie Franzi und Michael, ich spiele es einfach mit Freunden und habe meinen Spaß des Lebens. Also ich muss sagen, den Anfang habe ich ja allein gemacht, bis man so zu diesem ersten etwas größeren Viech kommt. Und was mir da ja auch schon aufgefallen ist, was ja auch sehr bekannt für Borderlands ist, ist ja Claptrap. Dieser Rollenhaufen-Trott, der dir direkt auf den Sack geht, auf gut Deutsch. Also, das ist nett formuliert. Ja, das also ist sehr es gibt nett ja dann auch formuliert. Diese Szene direkt am Anfang eigentlich, wo Claptrap ja irgendwie von der Klippe fällt, im Schneekopf übersteckt und darum ruft, dass du ihn da rausziehst. Und ich denke mir so, boah, kann ich den Otto nicht einfach drinnen stecken lassen? Du hast vielleicht 5 bis 10 Minuten mit ihm gespielt, aber du möchtest ihn eigentlich nur in diesem Schneehaufen stecken lassen und ihn nicht mitnehmen, aber du brauchst ihn, um weiterzukommen. Also das meine Freunde nennen mich Claptrap, wenn ich welche hätte. Oder wenn sie nicht tot wären. Oder wenn sie überhaupt nicht existieren würden. Ja, Claptrap hat halt echt so einen leichten Spleen. Leicht bescheuert. Ja, aber ich glaube, das macht ihn auch liebenswürdig, würde ich mal behaupten. Seit wann ist Claptrap liebenswürdig? Ich wollte sagen, Nervensiege hoch 3. Herz, Entschuldigung. So sehr wie er einen auf die Palme bringt, so sehr mag man ihn dafür dann je nachdem auch. Und überspitzt gesagt. Er bringt dich aber auf eine 3 Kilometer hohe Palme. Ja, aber er versucht auch indirekt dafür verantwortlich zu sein, die Jungen zu bringen. Das muss man halt auch leider so sagen. Aber
Es ist halt einer dieser Nebencharaktere, wie zum Beispiel Navi aus The Legend of Zelda, der dich irgendwo auf die Palme bringt, aber irgendwo auch ein bisschen liebenswürdig ist auf seine Art und Weise. Wenn man auf Nervensägen steht. Es gibt ja auch Borderlands, The Pre-Sequel, glaube ich. Und da ist Claptrap ein spielbarer Charakter, also eine spielbare Klasse. Und sein Special Move ist Kammerjäger.exe. Und da passiert immer der größte Wahnsinn, den du überhaupt vorstellen kannst. Also, ich habe es nur mitgekriegt. Dauerschuss oder irgendwie bei dem Borderlands 2 Stream, den ich momentan verfolge, wo sie es halt auch im Vierer-Koop spielen. Da war es dann halt so, da hatte dann einer der Jungs einen Claptrap-Skin. Und die anderen meinten so, boah, mach das weg, wir sind froh, dass wir den so los sind. Und jetzt musst du nicht noch mit diesem Skin rumlaufen. Und der sah halt wirklich dann original aus wie Claptrap, nur halt in einer humanoiden Form. Das war sehr schön. Aber wir haben ja noch ein paar mehr Spiele auf unserer Liste. Ich weiß nicht, sollen wir mit dem nächsten weitermachen? Ja, das wir uns direkt beim ersten so aufhängen. Genau, dann geht's direkt weiter. Call of Duty Black Ops 2. Ich muss mir jetzt eigentlich generell die Frage stellen, das kam 2012 raus. Ja. Wow. Ich bin Da kann, glaube ich, nur ich ganz kurz was zu sagen. Beim COD ist es halt, ich habe es, glaube ich, mal gebraucht für 25 Euro irgendwo auf dem Flohmarkt gekauft. Das war doch auch konsolenexklusiv, glaube ich, für die Xbox, oder? Nee, das gab es für die PS3 und für den PC. Ach so, dann vertue ich mich. Ich glaube sogar später noch für die Wii U. Für die Wii U. Ich glaube nicht. Ja, okay. Ja, stimmt. PC, Xbox 360, Xbox One, das gucke ich gerade nach, und PlayStation 3. Ja, das war doch, du kannst auf Xbox One alte Xbox 360 Spiele spielen. Ja, die Abwärtskompatibilität, genau. Deswegen. Es ist halt ein COD. Du darfst davon nichts anderes erwarten. Der Mehrspieler ist ganz nett, aber nervig für Einsteiger. Vor allen Dingen, wenn du so nette Leute hast, die keine Eier haben und cheaten müssen. Story habe ich nicht mal angepackt, weil, hey, es ist COD. Und ich glaube, der Zombie-Modus, der inzwischen bei vielen CODs dabei ist, der ist sogar das, was mir noch am meisten Spaß und am meisten Zeit geraubt hat. Vor allem dieser, da gab es den Transit-Modus, halt Zombies und so weiter und so fort. So ein bisschen 50er-Jahre-Flair ist so ein bisschen hängen geblieben insgesamt. Und du fährst halt mit einem Bus durch verschiedene Strecken. Du kannst aussteigen und kämpfen. Irgendwann fährt der Bus weiter oder du kannst warten. Der Bus fährt einmal in die Runde. Und dann schlägst du dich mit deinen Freunden durch. Du kannst den Bus upgraden, du kannst neue Waffen finden und so weiter und so fort. Stufe um Stufe, das ist halt ein klassischer Wellenmodus. Und ich glaube fast, dass der Zombie-Modus an Black Ops 2 das Beste ist. Scheiß auf Story und Multiplayer. Zombie-Modus ist genial. Kann man so sagen, ne? Ich bin fertig und ich glaube, wie gesagt, ich bin der Einzige, der dazu was sagen kann, vernünftig. Ja. Also, machen wir weiter mit Counter-Strike. Ja. Counter-Strike Global Offensive ist ja, sagen wir mal sowieso, heutzutage, wenn ich mir so die Streaming-Landschaft meistens mal angucke, geradewegs bei den Beans unter anderem, zocken die ja meistens immer Montagabend ja immer wieder gerne. Es ist nicht so mein Spiel, also ich sag mal so, ist ja auch ein... Ich glaube, das werden wir heute Abend noch viel von dir zuhören bekommen. Das ist nicht mein Spiel. Das ist heute der Satz des Tages von mir. Ist nicht mein Spiel. Ja. Brauchen bald nur noch so einen Aufkleber zu machen oder so ein Gütesiegel. Ist nicht mein Spiel von Wadi, das Gütesiegel. Sind nicht deine Eier, ne? Genau, sind nicht meine Eier. So hast du es auf den Kopf, auf die Eierschale getroffen. Jetzt sollten wir damit aufhören. Ja, ich habe es wieder mal in die. Ja, ich bin ja die sich auch zu Counter-Strike äußern kann. Ich muss sagen, es ist speziell, ich habe Counter-Strike, das erste Mal, dass ich damit in Berührung kam, war so 2010. Also wir sind jetzt bei Jahr 2012, ich habe 2010 das erste Mal damit so ein bisschen Kontakt gehabt durch einen, durch meinen damaligen Partner, der es aktiv gespielt hat, auch auf Turnieren und so weiter. Das war aber noch eine der älteren Counter-Strike-Versionen. Ich habe es auch so mal wieder mitgekriegt durch einen engen Freund.
Ich selber habe es aber nie gespielt, bis ich dann Ende April zu den Ragelingen von Mr. Rage kam. Und da wird es relativ viel auf dem Community-Server gespielt. Muss auch sagen, dass mir die Art und Weise, es zu spielen, bisher am besten gefällt. Schön auf dem Community-Server mit Discord und dann spielen wir Wettrüsten. Das finde ich so eigentlich am angenehmsten. Ich habe so auch schon gespielt und da sind mir halt schon direkt diese ganzen Russen ins Auge gefallen. Also ich glaube, Counter-Strike ohne Russen geht nicht. Also es ist ja irgendwie jedem so ein Begriff, halt die komischen Russen, die da bei Counter-Strike rumbrüllen und keine Ahnung was. Aber ich muss sagen, zur Entspannung habe ich dieses Spiel sehr lieb gewonnen und habe damit auch den Zweck erfüllt, unter der Prämisse, ich es mir damals auch gekauft habe. Denn ich habe Counter-Strike, das war ein Bundle im Steam-Sommer-Sale, habe ich mir wirklich mit dem Hintergedanken gekauft, für die nächste Klausurphase oder wenn ich allgemein irgendwas wieder richtig auf die Palme bringt, installierst du dir Counter-Strike, dann kannst du da einfach irgendwas abknallen, dich abreagieren und gut ist. Und ich muss sagen, Spiele sind kein Amokläufer. Genau. In letzter Zeit wirklich abends so zum Runterkommen, gerade hier auch auf dem Discord mit ein paar anderen dann halt zusammen spielen oder so, es hilft wirklich zum Entspannen. Also mir zumindest. Es gibt viele andere, die ja Ballerspiele in dem Sinne ablehnen, aber mir hilft das Konzentrieren, das Zielen und allem, mir hilft es wirklich beim Entspannen. Ja, da kann man auch dann ein bisschen abschalten, sagen wir es mal so, halt, wie du es vorhin gesagt hast. Also wenn ich mal beispielsweise ein Spiel zum Abreagieren suche, dann wäre es auch so eine Art, also Counter-Strike könnte man es so sagen, aber ich hab's nicht. Deswegen ich dann andere Spiele nehme wie GTA. Zu denen wir noch später kommen. Genau, zu Spielen, die wir noch später kommen. Lars, deine Eindrücke? Frage, Franzi. Also bist du jetzt nicht dieser, wo wir Counter-Strike inzwischen sehr, sehr groß steht, der ESL-Typ, der, sagen wir mal so, alles auf das Matchmaking ist scheißegal an dem Spiel, sondern du guckst nicht auf dieses Matchmaking, wofür es berühmt und berüchtigt ist, sondern spielst halt Wettrüsten oder meinetwegen auch Geiselbefreiung oder sowas, oder? Eigentlich ist es ja gerade auch schade, dass gerade bei dem Spiel Connor nicht anwesend ist. Ja, stimmt. Weil da muss ich mal kurz so auch da reingrätschen, wieder ein bisschen mehr erzählen. Ja, dieses Wettrüsten finde ich eigentlich so am angenehmsten zu spielen, weil du dich ja in der Waffe auch hochsteigerst, bis du halt am Ende mit dem Messer jemanden töten musst. Ganz kurz, für alle, die nicht wissen, was Wettrüsten ist. Es ist ein Gun-Game. Ja. Dann hast du ja diesen Modus mit der Bombe, das habe ich letztens mit einem Bekannten gespielt. Das klassische Counter-Strike. Ja, das hat mich gar nicht überzeugt irgendwie. Und dann die Tage habe ich abends, Connor hat sich ja wieder erwarten, doch CSGO wieder geholt. Der war da ja eigentlich strikt gegen. Da gibt es ja auch von Nerdster gibt es ja ein Video, wo er sich über Counter-Strike auslässt. Gerade auch mit seinen Kritikpunkten, das kann man da vielleicht noch erwähnen, wo er gerade nicht dabei ist und hier so seine Meinung äußern kann. Aber ich muss sagen, diesen Modus, den wir da gespielt haben, da gab es irgendwie Punkte für alles, was du tötest. Und auf der Map waren dann Hühner und mir hat es irgendwie am meisten Spaß gemacht, hinter diesen Dreckshühnern im Endeffekt hinterher zu rennen, die Hühner abzuschießen. Weil jedes Mal, wenn du einen Huhn abgeschossen hast, ist auf so einen Haufen Federn explodiert und ich fand das irgendwie... Und du bekommst sogar noch einen Punkt. Genau, man kriegt einen Punkt, wenn man einen Huhn tötet. Dass mich dann solche Banalitäten eher fesseln, als dass ich dann auf der Map wir haben 2 gegen 2 gespielt, dass ich dann meinen anderen 2 Kollegen daher gefetzt wäre, um die zu töten. Für mich steht bei Counter-Strike halt wirklich dieses, man spielt so in einer Gruppe, so ein bisschen so wie wir jetzt hier zum Podcast aufnehmen sitzen, man spielt in einer kleinen Gruppe, dann gibt es halt auch mal eine Beleidigung, dann kriegt der eine mal, ne, von wegen hier, du Blödmann oder ähnliches an den Kopf geschmissen. Man streitet sich, man hat aber trotzdem Spaß miteinander. Das ist halt dieses humorvolle Rumgeplänkel und man ärgert sich ein bisschen. Aber genau dafür finde ich Counter-Strike halt gut, dass man da zusammen Spaß haben kann. Mhm. Ich muss jetzt nicht das auf, oh, ich verdiene damit mein Geld. Ich meine, ich habe letztens in die Weltmeisterschaft mal reingeguckt. Ich finde es krass, was da für ein Riesen drumherum bei dem ganzen Kram ist. Aber für mich
ist es da wirklich dieses klassische, man spielt es mit Freunden und hat Spaß. Ja, genau. Also man muss ja auch sagen, so Counter-Strike ist ja auch eines der bekannteren E-Sports-Spiele, für die, die immer noch... Das bekannteste. Das bekannteste, wo man halt immer noch sagen muss... Leute sind immer noch bekannter. Aber CSGO ist halt eher... Ja, älter. Ja, älter und auch halt auch... Man muss es so sehen. Also ich sag mal so, ich habe ja... Also man hat beispielsweise bei generell bei Counter-Strike auch so... Also ich kann mich dran erinnern, vor 12, 13, 14 Jahren, das habe ich damals bei Giga gesehen. Den Sender, also da, als da der E-Sports versucht wurde, den E-Sports groß voranzutreiben, da gab es auch schon die ersten großen Counter-Strike-Matches, also, und das hat, macht ja die ESL ja heute noch an dieser Stelle, man muss auch wirklich so sagen, selbst für die, die halt E-Sports immer noch nicht so richtig begreifen, was das ist, Sport, also, ne, bei Spielen, wo es wirklich um was geht, wo man wirklich Geld damit verdienen kann, Preisgeld gewinnen und so weiter, selbst da gibt es ja auch Doping. Ja. Dann würde ich das direkt auf Counter-Strike basieren. Bei Counter-Strike, dem klassischen, geht es darum, du hast eine Map, es gibt 5 Terroristen und 5 Antiterroristen. Ja gut, das kenne ich beispielsweise, das sehe ich meistens immer nur. Fast jedem klar sein. Ja. Das Ziel der Terroristen ist es meistens, eine Bombe zu legen, die Antiterroristen müssen das verhindern. Und das Spiel ist in der ESL so weit fortgeschritten, dass, sag mal, wie beim Fußball, die Taktik analysiert wird, es gibt genaue Plätze, wo der einzelne Spieler stehen muss, was passiert, wenn der eine Freund stirbt, wenn die Gegner nur noch zu zweit sind oder sowas. Was man da vielleicht auch so schon erwähnen kann, wo du ja gerade sagst, wie professionell das Ganze ist. Ich meine, da sitzen 10 Dudes, auf jeder Seite 5 Leute, an PCs auf einer riesigen Bühne, wo sonst Konzerte gespielt werden oder so. Und die haben zum Beispiel auch alle Trikots, da sitzt jetzt keiner irgendwie in seiner 0815 Straßenkleidung, sondern allein es gibt wirklich auch Teambekleidung, es gibt riesige Sponsoren dahinter, wo das ja auch gerade angesprochen wurde, dass das mit dem E-Sports vielleicht nicht so bekannt ist. Ich habe das letztens versucht, meiner Mutter zu erklären. Ja, das habe ich auch versucht zu erklären. Also ich habe es dir dann auch gezeigt, ich habe ihr dann auch einen Link geschickt und meinte so, guck dir das mal an, sie meinte auch so, was, so ein riesen Aufriss wegen einem Computerspiel. Ich so, ja Mama, das sind Weltmeisterschaften. Ich so, da gibt's, ich glaube, $100.000 Preisgeld oder... Das war noch vor ein paar Jahren inzwischen. Ja, das sind... Das könnte auch mehr sein. Millionen sind es nicht genau. Inzwischen kratzen die an der 1,5-Millionen-Grenze für den Gewinner. Muss man halt wirklich bedenken. Insgesamt 3 Millionen Preisgelder. Es ist Computerspiel. Es ist... Ja. Das kannst du bei Fußball aber auch sagen. Es ist halt nur 12 Männer... 22 Männer, die auf dem Platz stehen. Ja. Das kann man genau unteranalysieren. Franzi, lass mal noch zu Ende reden und dann sag ich noch was dazu, dann gehen wir zum nächsten Spiel über. Das nächste Spiel. Ja, erstmal, Franzi, du wolltest da noch was zu Ende sagen. Ja, ich finde, da kann man schon einen Unterschied ziehen, weil bei Fußball, die Jungs rennen über den Rasen, die müssen was für ihre Fitness entsprechend tun, als Gamer in dem Sinne. Klar, du hast auch deine Handfertigkeiten, je nachdem, ich sag nur Sehenscheidentzündung, aber du musst halt deine Skills in dem Sinne haben. Es ist nochmal ein anderes Niveau von Sport als jetzt zum Beispiel Fußball, du tätigst dich ja in dem Sinne körperlich ganz anders, aber dennoch sollte man die E-Sport-Sachen als Sport in dem Sinne auch auf einem gewissen Maß anerkennen, aber das kann man jetzt auch als weiteren Podcast irgendwann mal tot diskutieren. Deswegen lasst uns weitermachen mit, was haben wir denn als nächstes? Genau, DayZ habe ich gerade gelesen. Ne? Also nicht Jay-Z, sondern DayZ. DayZ. Ne? Du meinst die Freundin von Donald Duck? Genau. Wir hatten das da eigentlich falsch in die Liste eingetragen. Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Das steht, ich musste erst gerade wirklich gucken. DayZ? Hä? DayZ? Was man dazwischen vielleicht noch kurz einwerfen kann. Wir hatten ja eigentlich Darksiders 2 da stehen. Da ist aber der Einzige, der was dazu sagen kann, ist Connor und der ist ja leider verhindert. Genau, und auch bei einem anderen bestimmten Spiel, wo ich mich eigentlich darauf gefreut habe, so ein bisschen das einzustimmen, das bekannteste Lied, was... Nein. Das will ich jetzt auch nicht einstimmen, das will ich euch jetzt nicht einstimmen. Connor hätte auch noch was zu... ja, genau, so. Man kann es ja erwähnen, wenn der Connor da auch was zu hätte sagen können. Genau, Max Payne 3 nämlich wäre das ja noch gewesen, also... Vielleicht wir lassen es vorgreifen. Genau, vielleicht ich würde sagen, vielleicht macht er alleine nochmal eine Nachlese. Genau, so sieht es aus. Ja. Connor, wenn du das hörst, ne, ich bin dafür jederzeit allzeit bereit. Oder ein Pro und Connor auf Nerdstar. So. DayZ. Und schon wieder bin ich der Einzige. Genau, wieder bist du der Einzige, der dazu was sagen kann.
DayZ, wer es von euch nicht kennt, es ist ein relativ simples Spielkonzept. Du hast theoretisch eine Welt. In DayZ ist es jetzt, wenn man so will, ein Land, was Russland sehr, sehr stark ähnelt und das halt von Zombies überlaufen. Du als Spieler weißt nicht, wo du bist. Du hast Bedürfnisse wie Essen, Trinken, dir kann zu warm oder zu kalt sein. Und das Ziel des Spiels ist einfach gesagt, überlebe. Dabei können nicht nur der Hunger dich töten oder die Zombies, sondern auch andere Mitspieler. Und das ist dieser ganz große Faktor, was ist. Klar, es gab es mal davor, glaube ich. Aber DayZ hat das komplett revolutioniert. Das ist so ein simples, einfaches Spielkonzept, was den Markt komplett verändert hat, will ich einfach mal behaupten. Und die Mitspieler ist das, was dieses Spiel besonders macht. Du kannst ein Arschloch sein in deiner Gruppe und tötest einfach jeden, der über die Wege läuft. Oder du kannst einfach sagen, hey, geil, lass uns mal da treffen. Ich vertraue dir oder du vertraust mir. Und dann kannst du mit jemandem komplett Fremdes einfach eine richtig geile Zeit erleben. Das ist das, was dieses Spiel einfach so unglaublich gut beherrscht. Einfach zusammen Spaß haben. Oder dich darüber aufregen, dass du all deinen wertvollen Loot, den du in der kompletten Spielwelt gefunden hast, dass du den halt verloren hast. Aber meistens endet es so, dass es einfach ein großartiges Spiel ist, wo auch so ein bisschen die Moral des Menschen rauskommt. Und was komplett neu war auf dem Markt und wie eben schon gesagt, den Markt komplett überflutet hat. Da auch wieder, wenn ihr eine Gruppe habt, ihr nicht alleine seid, wenn ihr einen Kumpel oder zwei Kumpels findet, die es vielleicht schon kennen oder sich mal gekauft haben, dann spielt es auf jeden Fall. Würde ich so sagen. Inzwischen ein bisschen aus der Mode gekommen, aber immer noch genial. Ja, man muss auch noch im Übrigen noch mal sagen, für viele, die jetzt, weil ich habe mir jetzt auch noch mal den Wikipedia-Artikel geholt und es ist ja erst eine Mod gewesen und für ein Arma Jahr später, 2, ja genau, für Arma 2 war das erst eine Mod. Ein Jahr später, dann 2013, ging es als eigenes Spiel hervor. Das ähnelt wohl dann anscheinend. Was aber ich glaube, immer noch im Early Access feststeckt. Ja. Und das ist halt, das war halt der Tod für das Spiel, dieses ewige Early Access. Und dazu ein Einstiegspreis von 30 Euro, glaube ich. Ja. Gut, dann gehen wir weiter zum nächsten Spiel. Deponia. Zwei Leute. Ich lasse dir den Vortritt. Ja. Wer will dazu was sagen? Bitteschön. Ja, wenn die Herren der Schöpfung sonst nicht möchten, kann ich auch was dazu sagen. Du kannst was dazu sagen, du hast dich gar nicht in die Liste eingetragen, das geht ja gar nicht. Skandal, nein. Franzi, wie kannst du nur? Ja, ich schäme mich dann später. Nee, die ist ja so eigentlich ein sehr bekanntes Spiel, gerade durch... Gronkh, glaube ich, auch, der hat sehr viel gespielt, habe ich es auch damals gesehen. Auch eine Künstlerin, der ich folge, die hat damals noch für Dedalic, also den Publisher, gezeichnet. Deponia, ich weiß nicht, welche Teile ich alle habe. Ich habe hier irgendwie, ich glaube, 2 aus der Computerbild. Ich habe irgendwo noch ein Key rumfliegen. Würde ich irgendwann auch gerne nochmal spielen. Fang jetzt an. Ich habe noch andere Dinge zu tun gerade. Aber bei mir ist halt da das so ein bisschen ein Problem. Ich hätte Bock drauf, aber Point und Click ist so ein bisschen... ist nicht hundertprozentig meins, glaube ich. Also du wirst dich wahrscheinlich nie im Leben so mit Point-and-Click-Adventures dich anfreunden können. Weiß ich nicht, ich müsste es mal spielen, aber so das, was ich bisher in der Richtung gemacht habe, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Du bist nicht mit aufgewachsen, das ist der Punkt. Das mag auch sein. Mag ganz fies klingen, aber in meiner Jugend waren Point and Click dementsprechend Manic Mansion, Legends of Galarian, Land of the Lounge Lizards. Das waren alles Point and Click Adventures in meiner Jugend. Und ich bin da in dem Sinne quasi mit aufgewachsen. Ich kenne das. Es war einfach damals ein komplett neues Spielprinzip, als das rauskam, die ersten.
Und einfach toll gemacht. Ich glaube, für mich ist. Jetzt kam gerade über Kickstarter vor 2 Jahren gefoundet, Thimbleweed Park im April, Mai raus von Ron Gilbert, der schon einige sehr schöne Perlen gemacht hat. Maniac Mansion. Manic Mansion unter anderem, Ja der gut, das hat auch The Spiel haben wir ja auch Cave. später nochmal. Ja, da können wir noch später drüber reden. Das kommt noch in Gut. einem der Folgejahre. Nur man muss aufgewachsen sein damit irgendwo. Das Gefühl habe ich so für mein persönliches Empfinden. Kann Da gut kann sein. Ich denke mal, bei mir ist es da halt der Punkt. Ich bin da eher so mit Super Mario groß geworden. So Jump'n'Run ist dann eher meins. ich direkt zwischengrätschen. Ich bin da absolut nicht mit groß geworden. Aber ich habe diese Liebe für Point and Click einfach für mich entdeckt. Ich liebe Deponia. Es hat einen schönen Artstyle, es hat ein schönes, kann man sagen, Thema. Es hat lustige Charaktere, es bringt mich zum Lachen. Und ich dachte auch nie, dass Point and Click so mein Mega ist. Und dann habe ich es mir mal geholt im Sale und so weiter und so fort. Und dann habe ich es gespielt. Fand so geil, hab direkt eine Folge für Dercho TV aufgenommen. Und ja, mal gucken, vielleicht kommen da in Zukunft ja noch ein paar mehr Folgen. Auf jeden Fall eins der wenigen bekannten, also wirklich bekannten deutschen Spiele. Es war lange Zeit auf Amazon sogar das meistverkaufteste PC-Spiel. International. Muss man auch mal sehen. aus dem Hamburger Studio. Der Delik zieht sich durch das Ganze so eigentlich durch die letzten 10, 12 Jahre. Ja, ich bin gerade, das Spiel werden wir definitiv nicht in der Liste haben, weil das ein paar Jahre doch Ende länger ist. Das ist Randall's Monday, auch von denen. Und das hat mir der Björn empfohlen. An dieser Stelle liebe Grüße. Das habe ich mir dann einfach vor dem Podcast einfach spontan gekauft, weil ich weiß, das kommt von der Delek. Also es muss mir nicht gefallen, aber es kann kein schlechtes Spiel sein. Das hatte ich Weil. aber auch schon von mit einem anderen Spiel von denen. Welches denn? The Whispered World. Sagt mir War ja, gar meine ich, nichts. auch von denen. Ist Was man es. sagen? Genau wie Night of the Rabbit war ja auch. Also da gibt es diverse Titel, wo man sagen muss, steht drauf, kann man kaufen, ist wie blöd gesagt teilweise Nintendo. Super Mario, Zelda, kaufe ich, gut ist. Und das hat, glaube ich, die Computerbildspiele bei ihrem Test erwähnt, dass LucasArts mit der Delek einen sehr, sehr guten Erben gefunden hat. Und da ich Teil der alten Spiele sogar nachgeholt habe, klar, ich habe vielleicht nicht die Retro-Brille wie der Michael, aber ich kann da eigentlich zustimmen. Das ist so das Spielgefühl, was ich bei den alten hatte, perfekt in Deponia. Weiterleitet. Jetzt nicht 0815 Rätsel, witzige Charaktere, lustige Story und da auch wieder so ein bisschen, wenn man drüber nachdenkt, so ein bisschen tiefere Story, würde ich jetzt so sagen. Deponia hat einen irren Humor. Einen Das absolut ist. schrägen Humor. Ich habe oft genug davor gesessen und einfach nur einen WTF-Moment gehabt. Das ist dann auch wohl wahrscheinlich, wo man sich so gedacht hat, geil, deswegen muss man das dann auch spielen. Ja, Könnte also man, meine ich jetzt jeder, so. der auf Point-and-Click-Adventure steht und noch nicht Deponia gespielt habt, erstmal schämt euch, zweitens kaufen und spielen. Kostet nicht viel. Genau, kostet nicht Ja, die viel. kriegst ja im Endeffekt alle Teile so als Bundle oft hinterhergeschmissen. Und wie schon gesagt, es Jetzt gibt's gab es ja auch. sogar letztens, ich glaube 2016, 2015 irgendwann, nachdem es sollten ja jetzt eigentlich nur drei Spiele werden, aber es wurden dann doch vier Spiele. Gab es die Collectors, nicht Collectors Edition, Complete Edition mit dem ganzen Soundtrack und noch, glaube teilweise Bonus-Level und sowas und so weiter und so fort. Die überlege ich mir auch noch zu holen, weil für mich würde sie sich auf jeden Fall lohnen.
Da wird man sie sich, wo da wirst du die dir wahrscheinlich holen. Und von Deponia werden wir hier dann bei Dercho TV noch was hören demnächst mit einem Let's Play. Die erste Folge, wie schon gesagt, könnt ihr euch auf unserem YouTube-Kanal angucken. Mal so ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wenn schon die fremde Werbung hier geschaltet wird. Warum? Doch, ne, da ist ja auch mal erwähnt worden. Also, ich glaube, wir können damit zum dritten Spiel übergehen. Genau, zum dritten Spiel. Können also Franzi und Michael was sagen und ich kann endlich mal die Fresse halten. Ja, Connor ist ja leider nicht dabei. Ja, Diablo 3 von Blizzard Entertainment. Ja, Diablo. Alter vor Schönheit, ich lasse mal dem Sonnenhexer den Vortritt. Danke. Bitte. Du bist gemein. Sie ist ehrlich. Das ist schon mal was schön. Sie ist ehrlich. Kam 2012 raus, Diablo 3 war lange angekündigt. Kurz nachdem Diablo 2 rauskam, kamen die ersten Ankündigungen von Diablo 3. Ich hatte mir damals es nicht zum Release geholt, weil ich dachte, mein Rechner könnte es nicht von hier funktionieren. Ich hatte damals einen Laptop mit einer Onboard-Grafikkarte. Ich habe dann die ganzen Rezensionen gelesen, bei Amazon, wo auch immer, dass die Login-Server nicht liefen und sowas alles. Das war Chaos zum Start. War gut, dass es mir nicht geholt hatte, weil irgendwann gab es dann eine Testversion mit irgendwie 10, 20 Level-Spielen runtergeladen, versucht zu installieren, Kommentar vom Programm, die Grafikkarte wird nicht unterstützt, bam. Und als dann Reaper of Souls rauskam, kurz davor hat mir das dann geholt und seitdem spiele ich es regelmäßig. Immer wenn eine neue Season ist, spiele ich zumindest die ersten 4 Teile von der Season, dass ich die Season abschließe und auch die Belohnung kriege. Jetzt bei der jetzt aktuellen fehlt mir noch der Level 20 Solo-Portal, dass ich dann das Pet kriege. Den Rest habe ich eigentlich alles. Es ist ein Spiel, was mich seit Jahren begleitet, was einfach Spaß macht, was man, gerade wenn man eine Gruppe hat, gut spielen kann. Man kann es auch alleine spielen, klar. Man kann allein losziehen. Aber wenn du mit mehreren Leuten losziehst und es sind nur Damage-Dealer unterwegs, die einfach nur noch Schaden reinhauen, das macht einfach Spaß. Das ist eigentlich für mich der perfekte Punkt, um da anzuknüpfen. Wie du es gerade sagst, nämlich in der Gruppe spielen und auch gerade die Season mit dem Pet, was man kriegen kann. Ich bin ein Diablo-Spätzünder, würde ich sagen. Letztes Jahr durch DigiDi angefangen zu spielen, denn wir hatten auf der Xbox One Lego Dimensions gespielt, was später auch nochmal Erwähnung finden wird. Wir hatten das dann durch und dann war die große Frage, was spielen wir jetzt? Und ich hatte immer nur das Cover gesehen von Diablo 3, Reaper of Souls und ich fand diese Schwingen oder Waffen oder was auch immer das da waren, das war für mich am Anfang nicht klar, immer mega geil und habe gesagt, so, wenn wir das zu zweit spielen können, lass uns doch mal bitte das spielen. Im Endeffekt habe ich dann Diablo 3 als Couch-Koop als zwei Spieler-Ding kennengelernt. Dann nach der Gamescom letztes Jahr, weiß ich noch, habe ich DigiDi verdonnert, mit mir noch in die Kölner Innenstadt zu fahren, um Diablo 3 zu holen. Da musste der Sonnenhexer ja extra noch auf uns warten, weil ich erst zu Saturn musste, um Diablo 3 zu kaufen, weil die das relativ günstig im Bundle hatten. Ich habe auch 2 der letzten Exemplare mitgekriegt. Man muss auch sagen, dann eine Zeit lang sehr exzessiv gespielt, auch mit ein paar Leuten von Twitter noch oder allgemein mit Leuten aus dem Freundeskreis. Und wer das Ganze jetzt hat aufleben lassen, wer ja auch wieder nicht dabei ist, ist halt Connor. Denn wir haben angefangen, die aktuelle Season zusammen zu spielen, weil ich absolut scharf auf diesen Drachen-Pet-Viech bin. Und mir fehlt auch noch ein bisschen, ich bin noch nicht ganz so weit wie Sonnenhexer. Connor hat das Pet schon. Aber wir haben jetzt im letzten Monat im Endeffekt sau viel Zeit abends in Diablo 3 reingesteckt. Schön Discord nebenbei, ein bisschen quatschen und halt einfach nur immer auf die Fresse von den Gegnern. Und das ist so abends so als Nebenbeibeschäftigung neben dem Quatschen eigentlich eine echt feine Sache. Also ich habe die alten Teile nicht gespielt, aber für Diablo 3 würde ich schon irgendwo eine gewisse Empfehlung aussprechen. Ja, also wie siehst du das, Michael?
auch, wenn man solche Spiele mag, Hack und Slay halt, Diablo 3 ist für mich, egal wie gut andere Spiele sind, immer noch quasi in der Klasse eine gewisse Referenz. Es gibt auch sicherlich einige andere gute Spiele, die Hack und Slay sind, die ich auch gespielt habe. Aber ich komme immer irgendwie zu Diablo 3 wieder zurück. Wie der Boomerang. Man guckt mal woanders. Zack, ist er wieder da. Man geht wieder zu anderen zurück. Ja. So ist es. Ja, damit sind wir mit Diablo 3 eigentlich so gesehen durch, kann man sagen, und gehen zu Dishonored. Da kann nur der Lars wieder was dazu sagen. Yeah. Aber Connor nicht da ist. Ich sogar relativ kurz halten. Ich habe es angespielt und mir hat das Spiel nicht gefallen. Ich kann es nicht erklären, warum es mir nicht gefallen hat. Jeder Spieler kennt das. Irgendwo hat er ein Spiel, das ihm nicht gefällt. Und dann lässt es einfach links liegen, links in der Ecke liegen und sowas bei mir mit Dishonored. Ich glaube, ich muss es einfach mal wieder anschmeißen, um zu gucken, ob ich einfach zu doof war damals oder. Damals. Ich muss. Das ist 5 Jahre her, hallo? Oh, okay, gut. Ja, gut. Also, ich stehe zwar mal wieder nicht in der Liste, kann aber mich da auch kurz zu äußern. Ich habe vom zweiten Teil Cosplays gesehen. Gerade in Verbindung mit dem großen Namen Maul Cosplay, der nun sehr bekannt ist für seine Cosplays. Fand ich optisch ganz ansprechend, hat ja auch diesen leichten Touch von Steampunk, was ich dann wieder ganz interessant fand. Es wurde mir auch so schon. Viktorianisch London. Genau, das ist ja auch das Zeitalter des Steampunk im Endeffekt. Es wurde mir auch so schon mal empfohlen, aber ich habe mich bis jetzt noch nicht näher damit beschäftigt und. Wie man ja schon mitkriegt, ich habe noch viel auf meiner Liste und deswegen ist da auch von mir das Anhalt so ein bisschen das ungeachtete, das ungeliebte Kind, kann man sagen. Und ich müsste vielleicht auch mal reinschauen, da kann man vielleicht zu einer späteren Stelle dazu mehr sagen. Laut Liste, Connor hat es anscheinend gespielt, ist aber leider nicht da und. Das geht bei vielen Spielen heute noch so. Ja, dass dann je nachdem unser eins weniger zu sagen kann und da unser in Anführungsstrichen Experte ein bisschen fehlt. Aber beim nächsten Spiel, wenn ich da schon mal direkt zu überleiten darf, falls jetzt von dir da nichts noch zu beizutragen ist oder von den anderen. Ja. Also den zweiten Teil habe ich selber nicht gekauft, den habe ich auch nur gesehen. Es sieht halt wie der erste Teil aus und deswegen überlege ich es, ob ich es mir nochmal runterladen sollte. Da kann man sich dann halt gucken. Man kann man sich in der Zeit mal überlegen, ob man das nochmal sich runterlädt. Dabei kommen wir zum nächsten Spiel, wo ich mal ausnahmsweise mal was dazu sagen kann. Nein, weil ich kann was zu einem Spiel sagen. Ich bin nicht nur ein Host. Wow. Ja. Okay, das tut mir leid, Franzi. Ich schenke dir die Überleitung. Denn das darauffolgende Spiel lese ich eigentlich immer nur im Discord unter Wadi, von wegen Wadi Stream und es ist ETS 2. Ja. Oder du bekommst auf deinem Handy eine Push-Up-Benachrichtigung von Twitch. DerchoTV Live. Das nicht. Ich habe da keine Push-Benachrichtigung, aber ich sehe es immer nur hauptsächlich bei Wadi. Ich kenne noch ein, zwei andere Leute, die das spielen. Ein Kumpel von mir hat es letztens angefangen. Der hat innerhalb von 3 Tagen, wer weiß wie, angefangen, das Ding zu suchten. Ich glaube, da bin ich dafür verantwortlich, dass er das gesuchtet hat oder dass er das suchtet. Wenn wir beide über Nighty reden, an dieser Stelle liebe Grüße auch an ihn. Genau. Dann ja. Also ich muss sagen, ich selber würde ETS, glaube ich, nie anpacken. Mir ist das irgendwo zu stumpf. Aber wenn ich sehe, wie viele Spielstunden Wadi, Stefan, Nighty, Pietlu und noch wer alles da reingesteckt hat, dann muss das Ding irgendwo seine Daseinsberechtigung haben, wenn er irgendwie über 100 Spielstunden in so einem scheiß LKW-Simulator stecken. Willkommen bei den Simulanten. Ja, es ist. Ich hab's schon angekündigt, zum nächsten Geburtstag von Wadi gibt's eine Trucker-Muschie. Oh Gott, das war. Oh ja. Gott. Ein Jahr hast du ja jetzt noch so ungefähr Zeit, Oha. Könnte man sagen. Oha. Ja. Okay, weißt du was? Ich bereite es jetzt schön vor. Um Gottes Willen. Leute, Podcast. Ja, gut, Podcast. Hier ist hören Kinder zu. So, ETS 2, Euro Truck Simulator 2. Ich habe das Spiel erst letztes Jahr kennengelernt. Also, ich habe das wirklich bei einem Twitch-Streamer gesehen.
Ich glaube auch, dem folge ich sogar noch bis heute, aber seitdem habe ich selbst nicht mehr richtig zugeguckt, seitdem ich auch wieder intensiver live auf Twitch mal unterwegs, also selbst streame. Und das Spiel hat mich irgendwie in den Bann gezogen, weil ich solche Spiele auch irgendwie mag. Ich habe früher auch recht früh mit dem Flugsimulator von Microsoft sogar gespielt. Früher einfach mal mit der Boeing, also mit Absturz ignorieren und dann einfach mit der Boeing immer abgestürzt, deswegen sie immer nach oben gesprungen ist und in meinen Ohren Boeing hieß. Und Euro Truck Simulator 2, ja, und ETS 2 ist einfach nur, du musst Ladung von A nach B bringen, mehr auch nicht. Man kann es auch im Multiplayer spielen, das ist halt nur jetzt nicht offiziell, da haben sich viele dann zusammengesetzt, Server gestaltet, du kannst dich da anmelden und so weiter, dann hast du halt nicht die aktuellste Version, musst du runterschrauben, das habe ich schon mal probiert. Es ist bei mir nur daran gescheitert, dass ich zu blöd bin, um rückwärts einzuparken, wenn es darum geht, die Fracht sicher reinzubringen. Sonst kann ich das eigentlich alles. Ich schätze mal, mit dem Controller wird es sogar besser sein. Und dieses Spiel bringt mich wirklich meistens dazu, so ein bisschen so chillig zu sein. Wenn wirklich so ein harter Tag gewesen ist oder so. Oder dann klemmst du dich erstmal hinter das Lenkrad von dem LKW, trinkst dazu zwei Jägermeister und dann kannst du auch Auto Genau, fahren. So sieht es aus. Nur die Jägermeister sind dann eher zwei Pullen Wasser, aber das ist dann auch egal. Und man zieht das dann halt auch wirklich durch. Okay, ich habe es am Anfang mit der Tastatur gespielt, das war dann für mich ein bisschen zu aufwendig. Also wirklich dann zu gucken hier und da und dann hast du irgendwann Knoten in den Fingern gehabt. Das ist eigentlich mit dem Controller nicht besser geworden. Also man kann es halt auch richtig mit Lenkrad und so zocken und es gibt ja derweil auch schon den ATS, den American Truck Simulator, wo man das ja schön auch, wo ich es mal gesehen habe, mit Lenkrad und allem möglichen auch spielen kann. Das habe ich auch irgendwann mal vor, nur ich weiß, das wird in der Katastrophe bei mir enden. Stau auf folgenden Strecken. Und ich muss wirklich sagen, dieses Spiel, das macht mir wirklich noch bis heute Spaß. Ich hab das jetzt auch die Tage halt mal gestreamt, das kann man sich ja auch immer wieder mal angucken und das bringt auch so einen runter und dann schalten trotzdem mal welche ein. Anfangs war das immer so, wo sie gesagt haben, zockst du auch online? Und heute eher so, ja cool, mal hier so ein bisschen gechillt sein und so weiter und dann fangen halt andere auch noch an und dann hört man, wegen dir habe ich das angefangen. Schönen Gruß an dieser Stelle, Nighty. Und es macht wirklich Spaß, also viele sagen sich halt so, guck mal, der fährt ja nur von A nach B und es passiert halt nicht viel. Klar ist, es sind so viele Sachen dazugekommen. Also das Spiel ist jetzt schon 5 Jahre alt und im letzten Jahr gab es das letzte Add-on. Also es gibt 3 Add-ons. Es gibt einmal Skandinavien, es gibt einmal Osteuropa und es gibt Viva la France, also Frankreich komplett. Und generell, das Spiel ist super gestaltet. Im Gegensatz zu anderen Simulationsspielen, wie beispielsweise dem Fernbus Simulator. Und klar ist, für viele sieht das halt ein bisschen immer so gleich aus, wenn sie da so sagen, ja, das war doch vor 5 Kilometern auch schon so. Aber trotzdem, für einen, der beispielsweise früher immer mit den Eltern unterwegs war, irgendwie fast durch halb Deutschland oder so, aber so auch nie so richtig im Ausland war, außer mal in Russland und in Holland und in sonstigen europäischen Ländern. Und dann zieht das halt einem wirklich in den Bann, wenn man sich so sagt, boah, sieht das geil aus. Deswegen ich mal nur den ETS 2 empfehlen kann, wo man wirklich sagen kann, die haben Geduld für dieses Spiel und dass sie sich wirklich sagen, man kann einfach mal eine Fahrt mal durchziehen und wenn es wirklich nicht für einen was ist, wo man sagen kann, ja nee, okay, dann soll man schnell vorbei sein, dann würde ich es auch jemandem nicht empfehlen. Also wie schon gesagt, der wirklich Geduld hat, der wirklich sogar Spaß daran hat, eventuell an LKWs oder so und man kann es auch im Multiplayer zocken, da muss man halt nur dann diverse Server finden, das kann man irgendwie machen, das gibt es dann halt auch online auf Twitch zu sehen und es macht halt mega, mega Bock. Punkt. So, damit habe ich meine Leidenschaft für ETS 2, also so gesehen, nicht beendet. Und aber der nächste Monolog kommt. Genau, ja. Der nächste Monolog geht weiter, denn es ist Far Cry 3. Lars, und ich verstehe nicht, warum so wenige Leute hier was zu sagen können. Oh. Kommst du mal wieder. Für alle, die Far Cry 3 nicht kennen. Es ist ein Shooter. Okay, das war's. Ja, gut. Nein. Far Cry 3 ist ein Singleplayer. Klar, es hat einen Multiplayer, aber auf den achtet keiner.
Und du spielst Jason Brody, glaube ich. Ja, du bist halt so ein, wie soll man sagen, arroganter Wichser eigentlich. Und du fährst mit deinen Freunden auf eine Insel, feierst da, wie geil du bist, wie reich du bist. Und dann gerätst du in die Hände von Vaas, einem Piraten, der dich als Geisel nimmt und dann deine Eltern verkaufen will. Und auf der Flucht, das kann ich jetzt erzählen, das passiert innerhalb der ersten 20 Minuten, stirbt dein Bruder. Und du schließt dich dann dem, nee, der Goldene Pfad war im Teil 4. Du schließt dich halt so einer Ureinwohnergruppe an und eroberst dann von den Piraten Stück für Stück die Insel zurück und bist halt immer auf der Suche nach deinen Freunden und auf dem Weg, sag mal, nach Hause, von der Insel runter. Ja. Also, ich, die jetzt mit der Handlung von Far Cry nicht unbedingt vertraut, weil ich wusste, Shooter, Insel, okay, ich habe jetzt Ankündigungsbilder für den 4. Teil, ist das ja, meine ich. Nee, inzwischen der 5. meinst du, der kommt nächstes Jahr. Oder das, dann habe ich mich gerade vertan, 5. Teil. Ich glaube, ich kann deine Frage ahnen. Die ich habe keine Frage. Ach so, das hat sich so angehört. Nö, also ich wollte da jetzt was zu erzählen. Der 5. Teil so. Ich habe darauf aufmerksam geworden, bin ich eigentlich, weil ein befreundeter Fotograf dem Hauptdarsteller des Covers des 5. Teils ähnlich sieht und da so ein Nachahmungsfoto gemacht hat und ich das sehr unterhaltsam fand. Und dann irgendwie in einem Stream oder hier im Discord kam mal das Gespräch auf die Collectors Edition auf und ich muss sagen, ich fand die Collectors Edition von Far Cry 5 verdammt geil. Und wenn ein Spiel es ja eigentlich schon schafft, obwohl du es komplett nicht kennst, nur so grob von Hören sagen, und du dann schon überlegst, kaufe ich mir die Collectors, dann hat das Spiel doch irgendwas richtig gemacht. Oder die Figuren, die dabei waren, waren einfach nur ganz kurz, was ist denn so geil daran? Ach, der Typ, der gerade eine Predigt hält, alles klar. Das fand ich irgendwo cool. Und es gab eine Collectors-Edition mit einem Hirschgeweih dabei. Das fand ich schon verdammt cool als Spiel. Nicht eine Figur aus dem Spiel selbst zu nehmen, sondern zum Beispiel wirklich so einen Hirschschädel, so eine Jagdtrophäe als Figur oder als Gimmick dabei. Far Cry Primal? Irgendwie sowas. Nein, das ist jetzt bei dem als nächstes nee, rauskommenden Teil. Den Typen da drauf. Ja, aber der Schädel, die Collectors Edition, ist für den Teil, der jetzt als nächstes rauskommen wird. Ja, ja. Teil 5. Haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass das Teil 5 war. Ja, aber ich hab hier... Egal. Zurück zu Far Cry 3. Das Spiel zeigt so eine Wandlung von dem Hauptcharakter von Arschloch zu, sag mal, Typen, zu einem Typen, der beweist, dass er was kann und für wichtige Werte einsteht. Und es gibt unterschiedliche Missionen. Du musst mal das machen, du musst dann eine Basis von innen infiltrieren. Du darfst aber nicht gesehen werden und sowas. Und du triffst immer wieder interessante Charaktere. Und nachdem Far Cry 2, das hat in Afrika gespielt, ganz kurz nochmal, alle Teile von Far Cry sind unabhängig voneinander. Es spielt ungefähr immer dasselbe. Irgendein Typ kommt in ein Land, das Land muss gerettet werden. Er ist eine Ein-Mann-Armee und säubert das ganze Land. Was aber an Far Cry 3 halt das Besondere war, war nicht der Hauptdarsteller, sondern der Hauptbösewicht. Vaas. Der ist genial und komplett irre gleichzeitig. Es gibt so eine Szene, da erklärt dem der Spieler, was Wahnsinn ist. Und zwar immer dasselbe zu machen und immer eine andere Reaktion zu erwarten. Und den triffst du so oft in diesem Spiel, der ist dir fast sympathisch. Obwohl du weißt, dass du seinen Bruder, dass er deinen Bruder erschossen hat. Und das macht dieses Spiel besonders. Klar, du hast eine riesige Insel, du kannst dich austoben, du kannst alles Mögliche machen. Du musst Tiere töten und die Felle nehmen, um deine Ausrüstung zu verbessern. Oder der Doktor, den du treffen kannst, der ist halt so ein Drogendoktor, der hat kompletten Schuss weg, aber unglaublicher sympathischer Typ eigentlich. Und davon lebt dieses Spiel. Von dieser Open World, von den Charakteren und besonders den Bösewichten.
Ich glaube, das war einer der besten Bösewichte der letzten Jahre überhaupt. Würde ich jetzt so sagen, weil Vaas hat immer noch eine sehr, sehr große Anhängerschaft und es gibt sehr, sehr wenige Spieler, die nicht sagen können oder die nichts mit Vaas anfangen können. Irgendwie hat man immer Vaas von dem gesehen. Dann gibt es dann anscheinend jetzt zu Far Cry 3 nicht mehr viel zu sagen. Dann kommen wir zu dem nächsten Spiel. Da können zwei Leute was dazu sagen. Zu? Ich habe eben geredet. Ja. Michael, ich lasse dir das Wort. Game Dev Tycoon, eine gut gemachte Simulation eines Spielstudios, dass man Spiele entwickelt. Hab's ein paar Stunden gespielt. Macht einfach Spaß, ist gut gemacht. Also ich weiß nicht, was ich groß erzählen soll. Du musst in dem Moment Geld in die Entwicklung stecken, du musst ins Marketing Geld stecken, musst sehen, dass Geld reinkommt durch die Spielverkäufe. Relativ simpel gemacht, schnell zu verstehen, macht einfach Spaß. Guckt einfach mal, wenn es irgendwo im Sale ist, guckt euch die Beschreibung an, lohnt sich. Also wer solche Spiele mag, mal eben ein bisschen ransetzen, ein, zwei Stunden, ein bisschen spielen möchte, gerne, macht das. Dazu kann ich noch direkt einsteigen. Ich habe das Spiel auch selber, habe da auch schon wieder viel zu viele Stunden rein investiert, weil das Spiel ist auch so ein bisschen die Gaming-Geschichte erzählt. Ich glaube, du fängst an im Jahre 1980, ja, ungefähr so, und dann geht das los mit den Konsolen und PC und die Namen oder die Marken werden halt nie direkt genannt, aber du weißt immer, was es gemeint ist. Oder du hast halt ein Büro und da sind auch immer wieder Anspielungen auf, sag mal, zeitlose Klassiker. Ich kann abschließen. Es macht Spaß, es ist mit Humor. So kannst du dein komplett eigenes Spiel zusammenbauen aus, sag mal, Bausätzen. Und es hat sehr, sehr viel, was einfach unglaublich cool ist an dem Spiel. Also, es kostet nicht viel. Ich glaube, für einen Zehner bekommt es schon. Lohnt sich. Macht dann wohl auch richtig Spaß. Also, ich habe mir jetzt gerade auch nochmal den Wikipedia-Artikel durchgesehen und mal ganz kurz auch nochmal reingeschaut in die offizielle Seite. Also, es klingt interessant. Ich glaube wohl, ich werde es mir wohl vielleicht holen. Und ich schaue es mir nochmal genauer an. Mach, das lohnt sich. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Oder gibt es da noch zu was zu sagen? Zu Game Dev Tycoon. Ich glaube, es ist alles gesagt worden, oder? Im Großen und Ganzen, ja. Im Großen und Ganzen, ja, gut. Dann gehen wir zum nächsten Spiel. Gianna Sisters, Twisted Dreams. Michael kann nur dazu was sagen. So, wie es ausschaut. Ich hab das damals auf Kickstarter unterstützt, weil ich damals TM, als das Original Gianna Sisters rauskam, schon das gespielt habe. Musik damals schon von Chris Hülsbeck, die Studio hat auch dann jetzt dementsprechend für diese Version Chris Hülsbeck gewinnen können. Ich weiß nicht, ob Chris Hülsbeck den Zuhörern ein Begriff ist, aber er hat sehr viel Musik gemacht. Er hat aus den Geräten, aus dem damals C64, Commodore Amiga, Atari ST extrem viel rausgeholt, wo andere davor saßen, wow, das kann das Gerät. Ja, und das Spiel, klassisches Jump'n'Run, allerdings in dem Fall, du spielst zwei Schwestern und kannst über die Kopftasten und Controller die Ebene wechseln. Und das musst du auch, damit du im Spiel teilweise weiterkommst, weil wenn du mit der einen nicht weiterkommst, gibt es Ecken, da musst du kurz switchen, dann wechselst du die Ebene und kannst mit der anderen weiterlaufen. Sehr interessantes Konzept. Gab auch noch eine Ergänzung, und kann ich, wenn jemand Jump'n'Runs mag, kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Für mich war das Mitentscheidende eben, dass da
Chris Hülsbeck die Musik gemacht hat und das Soundtrack ist einfach nur wow. Das Spiel selber ist auch wow, aber das Soundtrack, wenn man die Wahl hat zwischen nur das Spiel und Spiel mit Soundtrack, kauft ihr das Spiel mit dem Soundtrack. Es lohnt sich. Da habt ihr es nicht nur während des Spielens, sondern eben könnt ihr es aufs Handy packen, am PC hören, wie auch immer. Lohnt sich. Lohnt sich dann halt, um sich das Spiel dann halt auch zu holen. Gehen wir dann direkt weiter. Ja. Ich bin halt in dem Sinne ein Fanboy in dem Moment. Das ist der Punkt. Genesis, das damals die Urversion schon gespielt. Quasi ein Super Mario Abklatsch aus Deutschland. Mhm. Abklatsch ist aber nicht negativ. Aber es macht einfach Spaß. Es sah halt dann auch so aus wie Super Mario und ist dann halt, hat man sich dann auch schon zum ersten Mal, also ich weiß, dass ich das mal vor, ich glaube, 1-2 Jahren mal das erste Mal mitbekommen habe und dann sah ich auf einmal diese, wirklich, dass es so gleich, ich denke mir nur so, haben die das kopiert oder was ist los? Ja, und das Original Genesis, das war kopiert, ja, quasi. Und gab es auch im Hintergrund dann Querelen, die sind beigelegt worden und. Ja, da hat Nintendo dann sowieso auch mal wieder Tohu Wabohu gemacht. Mhm. Wie man das wohl wahrscheinlich von Nintendo her kennt. Ja, das nächste Spiel, da ist Lars dann wieder dran. Hitman Absolution oder Absolution? Absolution. Absolution, da haben wir wieder mal einen Schlechttreffer. Also egal. Ja, Hitman Absolution. Erschien 2012 ebenfalls. Ja, es ist der vierte Teil, wenn mich jetzt gerade nicht alles verlässt. Man spielt, fällt gerade der Name nicht ein. Ich nenne ihn einfach jetzt mal Hitman. Man spielt den Hitman. Das ist ein Auftragsmörder, der mehr oder weniger in einem Labor erschaffen wurde, dementsprechend keine Moral hat, keine Gefühle. Er hat bekommt einen Auftrag und erfüllt diesen Auftrag. Codename 47. Also Agent 47. Und ja, es ist der vierte Teil und im Großen und Ganzen man wird in ein Level gesteckt, man hat eine Aufgabe, ein Hauptziel, töten, entführen, befragen. Dazu hat man verschiedene Vorgehensweise, natürlich wie sich für einen Stealth Murder gehört, leise vorzugehen oder einfach alles über den Haufen zu schießen. Macht auch Spaß. Aber da Hitman auch eher ein Stealth-Spiel ist, stealtht man die meiste Zeit im Spiel. Dazu hast du halt nicht nur zwei schallgedämpfte Pistolen, du kannst Leichen verstecken. Du kannst die Kleidung von den Leichen annehmen. Du kannst sie mit Steinen ablenken. Halt sehr viele Stealth-Mechaniken, die auch gut funktionieren. Die KI ist halt jetzt nicht die allerschlauste. Und dazu hast du noch deinen Instinkt, deinen Agenteninstinkt. Das ist so ein bisschen wie Mana, würde ich es vergleichen. Dann hast du eine Art kurzen Wallhack. In der Zeit, wo du das hast, du kannst dich vor Gegner verstecken, du weißt, wo die Gegner hingehen und du kannst auch mit dem Instinktmodus kannst du mehrere Personen mehr oder weniger auf einmal töten. Du musst meistens halt ein Hauptziel töten, was in Erfahrung bringen und am besten natürlich das Ganze leise, unentdeckt und das bringt die meisten Punkte. Du kannst immer wieder halt Sachen finden, die dich zum Schmunzen bringen. Zum Beispiel kannst du ein lächerliches Kostüm als Eichhörnchen-Maskottchen finden, sowas. Und geht halt ziemlich. Also hat eine intensive Story. Die kann man auch vollkommen missachten und halt immer nur von Level zu Level gehen. Und was die Spiele noch gut macht, es hat. Spieler können ihren eigenen Auftrag. Also seine eigene Mission bilden und die dann hochladen für die anderen Leute und die spielen lassen. Und die sind meistens noch viel, viel, viel besser als die eigentlichen Level, die von dem Entwickler gemacht werden. Wer Hitman mal gespielt hat oder noch nicht gespielt hat, sollte damit einsteigen, zumindest wer auf Stealth-Spiele spielt.
Weil wenn man da mit einer Schrotflinte reingeht, überlegt man nicht so mega lange. Das wäre es im Großen und Ganzen. Das wäre es dann im Großen und Ganzen. Also mehr würde man dazu dann auch nicht sagen. Mehr kann man dazu dann auch nicht sagen. Okay. Ja, da hätte Connor wieder was zu sagen. Ja, genau, da sehen wir es auch wieder. Connor hätte dazu auch was gesagt. Also der hätte ja auch selbst was zu ETS 2 hätte sogar noch was sagen können. Das auch nochmal so als kleine Erwähnung. Und jetzt kommen wir zum nächsten Spiel, wo ich auch wieder was dazu sagen kann, aber auch zwei andere Leute hier, Anwesende. Ingress. Und Ingress kommt von, jetzt muss ich nachlesen, wie die heißen. Niantic. Die ja auch Pokémon Go machen. Pokémon Go, da kommen wir ja dann später dazu. Und ja, Ingress, also ich erzähle mal ganz kurz, wie ich das, ich habe das mal angefangen, also ein Freund von mir hat das mir mal empfohlen und ich habe mir das dann mal aufs Handy gepackt und nach einem Tag habe ich gesagt, nö. Ich weiß auch nicht warum. Also das hat mich irgendwie nicht angezogen, obwohl das so auch, es sah schön aus, es sah toll aus, aber es hat mich irgendwie nach einem Tag hat so gesagt, nein. Also hat Pokémon Go mehr überlebt, aber das lag auch daran, dass ich ein Pokémon-Zocker bin, aber dazu kommen wir dann noch in den nächsten Jahren, Ausgaben mit den Jahren dann hier noch dazu. Dann lasse ich euch beiden mal hier den Vortritt wegen Ingress. Ladies first. Ah, danke. Ja, Ingress, ich hab's sehr exzessiv 2014 gespielt. Ich hab angefangen in Hamburg durch einen Kumpel, der da sehr groß auch bei Ingress mitgemischt hat, der auch in seiner Lieblingstaverne einen Stützpunkt hatte und allem. Da kann man im Endeffekt mal den Gecko Cheesecake aus Hamburg grüßen und die Leute aus der Taverne zum tanzenden Einhorn. Das waren so meine Ingress-Anfänge. Ich habe dann viel hier auch im Ruhrgebiet gespielt. Die große Frage ist ja auch immer, welche Fraktion? Frosch oder Schlumpf? Ganz kurz, ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Kannst du es vielleicht? Das kann ich gerne erklären. Ingress ist ein Handyspiel. Du hast zwei Fraktionen, Resistance, also blau und grün, Enlightened, die gegeneinander Portale einnehmen. Du kannst die Portale noch miteinander verknüpfen, also größere Flächen dann in deiner Fraktionsfarbe einfärben. Es hat so ein bisschen dieses Capture-the-Flag-Prinzip. Alleine losziehen macht halt auch nicht wirklich Spaß. Es ist da halt auch ähnlich hingehend wie Pokémon Go. Es macht mehr Spaß, wenn man es in der Gruppe spielt. Ich habe es damals viel und exzessiv gespielt, um mich von privaten Problemen abzulenken. Habe viel mit meinem damaligen Partner hier den Stadtteil und die Nachbarstadtteile unsicher gemacht. Wir hatten noch Walkie-Talkies dabei, um uns abzusprechen. Ich habe gerade hier im Ruhrgebiet auch von größeren Aktionen mitgekriegt, wo, um da jetzt auch den Bezug zu den PC-Gamern zu schließen, dass wirklich Leute zu Hause am PC saßen und beobachtet haben, wie die Portalverteilung ist. Du kannst über Google Maps halt auch nachschauen oder allgemein über Google, weil das auch von Google unterstützt wird, dass dann, wie die Portale sind, wie sind die miteinander verknüpft, dass dann wirklich Leute per Handy durchgegeben haben, okay, geht jetzt bitte zu Portal so und so, verlinkt das mit dem und dem Portal. Also das waren schon immer lange Sommerabende, die man dann unterwegs war. Es ist leider aber auch ein Spiel, wo ich auch sagen muss, es gibt viel Negatives, was da in dem Kontext auch passiert ist, dass Spieler bedroht wurden und so weiter, dass dann leider dieses Geflame, was es auch im Internet bei Spielen gibt, dass sowas leider bei einem Spiel, was halt auch mit der Realität sehr verknüpft ist, leider dann auch im echten Leben Spieler bedroht wurden, angegriffen wurden und so weiter. Das ist, finde ich, eine sehr, sehr unschöne Seite an der ganzen Ingress-Geschichte. Bei Pokémon, was ja ebenfalls von Niantic ist, ist das zum Glück bisher noch nicht so passiert. Ich habe es zumindest nicht so extrem mitgekriegt, wie ich das von anderen Ingress-Spielern gehört habe. Ganz kurz. Doch, da gab es auch diese Fälle, dass Spieler sich gegenseitig angegriffen haben. Es kann nicht so extrem sein wie bei Ingress. Das vielleicht nicht, aber... Also bei Ingress waren halt wirklich Sachen dabei, dass Spieler wirklich auch mit Waffen bedroht wurden und Ähnlichem.
Na gut, dass es wirklich so extrem ausgeartet ist. Und das, finde ich, darf bei keinem Spiel passieren. Da steht halt wirklich dieser, man hat Spaß am Spielaspekt ganz weit vorne. Ich weiß nicht, wie Michael das erlebt hat oder auch für welche Fraktion hast du gespielt? Spielst du noch ich oder? spiele momentan nicht. Ich bin Resistance, Schlumpf. Also Gegenfraktion. Ja, du Frosch, du. Quack. Ja, das Spiel, ich habe es kennengelernt 2012. Da hatte mir die on der Beta das Spiel runtergeladen. Hatte damals ein HTC Desire Z, habe das Spiel gestartet und konnte im Sekundentakt meinen Akku schwinden sehen. Ja, ich glaube, Tak, Ingress ist tak, ein tak, tak, tak. Spiel, was den Verkauf von Powerbanks sehr gefördert hat, was aber auch immer ein Erkennungszeichen war, finde ich. Ja, ist es Also, auch. sobald du damals Leute gesehen hast, die Handy und Powerbank und irgendwie so eine Vierer-Fünfer-Gruppe in der Regel, wusstest du immer, die sind am Ingress spielen. Dann kam so dieses typische, ey, welche Fraktion? Und sprechen die Antworten, weil da hat man dann kurz gequatscht oder hat man nach dem Motto so, ja, euch noch viel Spaß, ich gehe mal eure Portale einreißen. Wie gesagt, 2012, damals erst installiert, Akku war ratzfatz leer, wirklich im Sekundentakt 1% pro Akku, zack, zack runter. Also sagt man, nach 3 Minuten war der Akku leer. Ja. Das war echt Rekord. Liegen gelassen. Hab dann zwischendurch das System gewechselt, bin beim Apfel jetzt angekommen. 2014 kam es für iPhone raus. Da habe ich dann angefangen zu spielen. Hintergrund, ich bin zwar Ende 2011 hier runtergezogen, bin eigentlich ein Fischkopf, wohne in der Nähe von Aschaffenburg und hatte hier kaum Bekannte, kaum Freunde. Und habe durch Ingress einige Leute hier vor Ort kennengelernt, weil ich angefangen habe zu spielen, bin im Ingame-Chat angeschrieben worden, hey, du bist neu, melde dich doch mal da und da, dann können wir zusammen irgendwie spielen oder sowas. Ja, und dann ist man gemeinsam losgezogen, hat man vorher auf der Intel-Map geguckt. Wo ist was grün, was man platt machen kann? Oder umgekehrt. Nee, ich bin blau, ich mach grün platt. Du Ich wollte kannst es gerade sagen, oder halt andersrum. umgekehrt. Ist das Spiel denn noch aktuell? Spielen das noch Leute oder ist Ja. es im Es ist Tod? auch demnächst bald wieder eine Anomalie in Basel Das zum wollte ich nämlich gerade Beispiel. auch erwähnen, die Anomalien. Also wird alles nochmal zurückgesetzt, oder? Niantic macht in regelmäßigen Abständen Veranstaltungen weltweit in verschiedenen Städten, dass sich Leute komplett treffen und dann vor Ort beide Fraktionen gegeneinander spielen. Das muss Da man halt gibt's. leider erwähnen. Das klappt bei Pokémon, finde ich, bisher vorne und hinten nicht wirklich. Die Anomalien, ich war selber bisher noch bei noch keiner dabei. Ich kenne aber Bilder von Anomalien. Ich habe das auch von hier Leuten aus Essen mitgekriegt, die halt hingefahren sind, wirklich mit Reisebussen. Es ist halt wirklich so, die Fraktionen treffen sich. Die eine Fraktion komplett in Blau gekleidet, die andere komplett in Grün gekleidet, mit Fahnen, mit allem drum und dran. Und dann geht es halt wirklich darum, wer nimmt mehr Portale ein, wer macht mehr dies, wer macht mehr jenes. Aber es wird trotzdem ein freundschaftlicher Umgang gepflegt und solche Großveranstaltungen, wenn mehrere hundert Leute dann in ihren Fraktionsfarben durch eine Stadt ziehen und spielen, Tausende. ja, das finde ich faszinierend. Und dann auch Hat so wirklich ein teilweise bisschen aus aller ungefähre Welt. Ausmaße von Fußballereignissen. Ja, kann man vielleicht auch Bin so ich mal gespannt. vergleichen. Genauso, ich meine, auf Pokémon werden wir ja noch später, also Pokémon Go werden wir ja noch später zu sprechen kommen. Aber auch hier durch Ingress, es war dann so, Ingress wird eigentlich viel über Google Plus organisiert. Das ist auch, glaube ich, der einzige Verwendungszweck je bei mir gewesen, warum ich dieses, soziale Netzwerk benutzt habe. Google Plus, was ist Bei das? vielen glaube ich auch, dass sie das einfach nur für Ingress genutzt haben. Es gibt Leute, die Google Plus benutzen. Ja, Ja. für Ingress. Ingress wird Nicht nur über Google nur für Plus Ingress, hauptsächlich aber organisiert. Ingress wird über Google Plus organisiert, über die Hangouts, Ja. inzwischen auch viel über Telegram. Und gut, Telegram ist halt nicht eben Google Plus, aber über die Hangouts, über die Gruppeneinladungen, du hast dementsprechend die ganzen Ingress-Leute in Kreisen, kannst über die Kreise Einladungen verteilen, etc. pp. Ja. Und wenn dein Kreis nicht richtig gepflegt ist, dann kriegt halt dementsprechend einer von der gegnerischen Fraktion gegebenenfalls eine Einladung zum Event und kann den dann dementsprechend sprengen, was natürlich dann blöde ist. Ja. Ist auf beiden Seiten schon vorgekommen. Wir haben hier 2015 vor Ort in Hanau, nannten wir dann Hanau Mali. Da hat nämlich ein Frosch das Ganze geleakt, das er vorhatte, Hanau grün zu machen. Hanau ist eigentlich relativ gut dauerblau. Was haben wir daraus gemacht? Sind Leute aus
dem aus der Nähe von Koblenz, aus dem Pott, aus Franken angereist nach Hanau und haben Hanau blau gehalten. Haben Hanau blau gehalten. Immerhin, der Frosch, der das Ganze aus Versehen geleakt hatte, hat zum Schluss, als wir im Biergarten saßen, das Rückgrat gehabt und das hingekommen, hat uns dann zu der Hanau Malie quasi gratuliert, gesagt, habt ihr gut organisiert, danke. Das ist es halt. Das, gerade das ist der Punkt, wo ich gesagt habe, wow, das hätte auch nicht jeder gemacht. Nicht jeder hat so ein Rückgrat, aber der hat es in dem Fall gehabt. Ich weiß den Nick auch nicht mehr und wenn, muss er auch nicht genannt werden. Aber das ist eben dieses gemeinsame Miteinander. Ich habe dadurch wirklich Leute gefunden hier vor Ort, mit denen ich Kontakt habe. Gut, hauptsächlich mit Ingress Kontakt. Das sind jetzt nicht Leute, mit denen ich dann gemeinsam Computerspiele spiele. Mit denen spiele ich Ingress. Ja, vor allem halt ist es so, man kann dem anderen auch was geben, man muss nicht böse. Ich kann mich da auch noch an eine Situation erinnern, so wie du gerade sagtest, Anerkennung dafür den Frosch. Es gab bei mir mal eine Situation, wir waren in der Innenstadt unterwegs und ich sehe nur so, da hinten steht einer mit dem Handy, der guckt da so in die Richtung, wo ein Portal ist und das wird angegriffen, das wird freigekloppt. Und wie blöd sein Gesicht war, als ich an ihm vorbeigerannt bin und nur geschrien habe so, am Arsch, das ist mein Portal und das Portal direkt wieder grün gemacht habe. Sein blöder Blick mir hinterher, mein damaliger Partner kam hinterher getrottet und meinte auch nur so, die hat sie nicht mehr alle. Und ich bin so, ja, es ist mein Portal. Und er stand dann vor mir, guckt mich an, wie, das ist dein Portal? Ich habe mir das gerade freigeklopft. Ich so, ja, ich habe es wieder eingenommen. Das kannst du doch nicht machen. Ich so, ja, komm, können wir uns jetzt freundschaftlich einigen und allem. Also ja, gut, und dann quatscht man halt auch mal kurz. Aber solange es halt wirklich dieser humorvollen Ebene bleibt und man sich jetzt wirklich nicht da... Also ich meine, wir beide können ja auch uns jetzt über das Spiel unterhalten, ohne uns direkt an den Hals zu springen. Ich muss auch für mich sagen, damals gab es ja so Level-Ups und sonstigen Kram oder Items bis Level 8. Ich habe auch wirklich Punkt bis Level 8 gespielt, habe es dann in unseren Hangout reingeschrieben, so, jo Leute, Nebelmond hat Level 8 und ja, alle so, oh, herzlichen Glückwunsch, jetzt kannst du uns ja da und da bei den Events unterstützen. Ich so, nö Leute, ich habe euch vorher gesagt, bei Level 8, wenn ich das erreicht habe, ist Feierabend. Und seitdem habe ich Ingress auch nicht mehr wirklich angepackt. Ich habe nochmal bei einem kleinen Event in Hamburg mitgespielt 2015, aber im Großen und Ganzen ist für mich Ingress tot. Ich spiele noch ein bisschen Pokémon Go, das ist aber auch schon sehr, sehr wenig geworden. Auf der anderen Seite muss ich sagen, was man dem Spiel so als abschließendes Wort noch zugute halten kann, es sorgt dafür, dass du deinen Arsch vor die Tür kriegst. Ja, gerne in der Gruppe, aber du hast einen Anreiz zu sagen, hey, ich mache meine Runde, ich kümmere mich um meine Portale, ich farme Items, ich mache irgendwas in diesem Spiel. Es ist nochmal so ein Ansatzpunkt, mit dem man vor die Tür geht, was ein normales PC-Spiel in dem Sinne nicht hat, was ich da, wo ich sagen würde, hey, ich hätte gerne mehr von diesen Spielen wie Ingress und Pokémon Go. Und es hat eine Gruppendynamik dahingehend, wenn du ein Portal auf den höchstmöglichen Portallevel heben möchtest von Level 8, brauchst du 8 Leute, die Level 8 Logisonatoren deployen können. Das heißt, Du musst mit 8 Leuten losziehen. Mit 7 Leuten, die Level 8 packen und einer packt ein Level 7 rein, ist das Portal Level 7. Ja. Das heißt, du brauchst wirklich eine Gruppe und, ne? Das ist das Schöne. Und nächstes Spiel. Ja, nächstes Spiel. Das nächste Spiel, Journey, können wir sehen. Ich lasse da Lavi mal eben den Vortritt und trinke mal einen Schluck, weil ich kann da auch wieder länger ausholen. Ja, ich sehe schon. Ich glaube, Ingress war bisher das Spiel, über das wir die meiste Zeit geredet haben. Würde ich jetzt mal ganz stumpf behaupten. Journey. Ein super großartiges Spiel, was sehr, sehr viele Preise auch gewonnen hat. Dabei würde ich behaupten, es hat nicht mal eine große Story, es hat ein bisschen Gameplay, aber es ist vor allen Dingen ein Spiel, was sich dadurch qualifiziert, dass es was komplett anderes ist. Für alle, die gar nichts damit gerade anfangen können, du spielst, boah, wie kann ich das
Du spielst Reisenden? Ich würde es da ganz kurz und knapp machen. Eventuell könnte ich da noch mal auf YouTube mein Gameplay hochladen vom Event-Stream. Ich habe es ja letztens komplett gestreamt. Mhm. Das stimmt. Ja, das Spiel kurz und knapp im Endeffekt. Das kannst du, glaube ich, gar nicht so. Doch. Na gut, wenn du meinst, dann mach. Das ist eigentlich sehr kurz und knapp gesagt. Prinzip des Spiels ist, du bist dieses, ja, sagen wir mal, Kapuzenwesen. Du siehst am Horizont diesen Berg. Du kannst, es ist nicht komplett Open World, man kann sich relativ frei bewegen, aber es ist halt klar, du fängst in dieser Wüste an und dein Ziel ist dieser Berg. Und was ich schön finde, ja, wie Lavi schon sagte, das Spiel hat nicht viel Story, nicht viel Gameplay. Es glänzt mit dem super Soundtrack, den ich nur weiterempfehlen kann. Der ist auch auf Spotify komplett zu finden. Die Grafik. Hat den Grammy 2013 gewonnen. Ja. Ich kriege auch gerade davon wieder Gänsehaut, weil das für mich einer der allerschönsten Spielmomente ist. Ich würde dieses Spiel auch in meine persönliche Top 5 reinzählen. Du rutscht ein Sandberg hinunter und dieser Sand und diese ganze Umgebung im Licht der untergehenden Sonne glänzt wie flüssiges Gold und diese Spielmusik dazu, das ist für mich so ein Gänsehautmoment. Und wie ich ja gerade schon erwähnt hatte, ich habe es in einem Event-Stream Anfang Juli komplett durchgespielt. Da haben auch viele im Chat geschrieben, dass das Spiel für sie nichts wirklich ist. Sie finden es schön anzusehen. Es ist optisch wirklich eine wunderschöne Perle. Klar, Storytechnisch, es bietet nicht viel. Dadurch, dass du keine Erzählstimme hast oder Text, sondern du hast Bilder, du kannst dir aber selber die Story für dich in dem Sinne interpretieren. Also philosophisch gesehen sehr schön das Spiel. Und was mir da auch sehr gut gefallen hat, ist der Mehrspieler-Modus. Ja, aber das muss man sagen, Entschuldigung, da muss ich dir jetzt reingrätschen. Du kannst das Spiel nicht einfach wie jedes normale andere Spiel im Menü auswählen, ob Single oder Multiplayer. Du triffst auf dem Weg. Doch, kannst du. Kannst du? Das ist der Punkt, das hat mich auch erstaunt, bei der PlayStation 3-Version musst du halt online anschalten, also dass du online spielst bei der PS4, das hatte mich noch am Anfang des Streams irritiert, spielst du immer direkt online, wenn die PS4 eine Online-Verbindung hat und wenn du online spielst... Ja, ich habe auf beiden Konsolen gespielt. Und bei dem PS4... Es ist also, du spielst direkt online und wenn die PS4 dann entsprechend halt auch Internet hat, es wird einfach ein weiterer Spieler dazu gejoint und man kann nur mit Pfeiflauten kommunizieren. Und das finde ich auch irgendwie so herzerwärmend süß, dass du kannst nicht miteinander schreiben, du kannst keinen beleidigen, wen auch immer. Du erfährst am Ende des Spiels, mit welchen Personen du komplett gereist bist. Also es werden dann die PS4 oder PS3 nix angezeigt von den Personen. Aber du hast so während des Spiels, du weißt nicht, ob da Mann, eine Frau, jung, alt, welche Nationalität, politische Ansicht, was auch immer. Du weißt nicht, welcher Mensch dir gegenüber sitzt und dich gerade auf deiner Reise begleitet. Und das finde ich irgendwo auch sehr schön gemacht. Ich glaube, das ist eins der Feature, die am meisten in dem Spiel herausstechen. Ja. Für mich geht die Liebe zu diesem Spiel auch so weit, dass es, wenn ich die Materialien dafür habe und die nötigen Skills, würde ich auch gerne ein Cosplay davon machen. Weil ich dieses Spiel so liebe. Du kannst dich ja theoretisch auch als Sandberg verkleiden. Nee. Ja. Gut. Also, Journey, ich habe das ja bei der Franzi ja gesehen im Stream. Ist echt ein tolles Spiel eigentlich, muss man sagen. Also wenn man es nicht selber spielen mag, kann, weil es halt für PS3 und PS4 only ist, gerne, ich weiß nicht, ob ich bei mir wirklich das, ich habe es aufgenommen, das Gameplay, ob ich das hochlade, zur Not einfach von irgendeinem Let's Player oder so, gerne auf YouTube angucken, Walkthrough oder wenn das irgendwer mal streamt und man das durch Zufall mitkriegt. So zum, ich glaube, anschauen ist es auch sehr entspannend und so als Abendausklang ein sehr schönes Spiel. Das auf jeden Fall.
Also das ist ein Spiel, wo ich sehr, sehr deutlich eine Empfehlung für aussprechen kann. Ja, dann werden wir uns, also ich hatte wirklich, um ehrlich zu sein, ich muss ja gestehen, ich hatte wirklich mega Spaß, als ich dich ja da beim Journey-Spielen wirklich beobachtet habe. Ja. Habe ich wirklich mir so gedacht, so ist eigentlich auch ein schönes, entspanntes Spiel, was man so spielen kann. Man muss nicht unbedingt irgendwie mit dem LKW gegen eine Leitplanke fahren oder so, sondern ganz einfach mal so richtig entspanntes Spiel wie Journey. Das kann man dann halt auch empfehlen. Der Entwickler hat noch zwei andere Spiele rausgebracht, die auch sehr stark in die Richtung gehen. Das ist Flow und Cloud. Und die kann ich auch noch nur empfehlen, weil die so großartig sind. Für die PS3 weiß ich auch, dass es die drei Spiele als Bundle oder Collector's Edition irgendwie gab. Kommt man aber leider sehr schwierig dran. Das ist ein bisschen blöd, aber für die PS4 kriegt man das mal nicht öfters. Also wer da mal die Chance hat, kann es sich gerne holen. Wie gesagt, von meiner Seite aus würde ich das neben zum Beispiel Witcher und Life is Strange ist eins so der Top-Spiele für mich persönlich zählen. Ja. So. Genau, dann können wir jetzt halt zum nächsten Spiel gehen. Wo ja. Jetzt nur der Connor was gesagt hätte, was wir jetzt schon vorher erwähnt haben, Max Payne 3, also. Wobei, ich glaube, allen, die Nerds da schauen, ist es ja trotzdem ein Begriff aufgrund dieses Liedes. Genau. Und du Nerds da, hallo Game One. Ja. Ich habe Game One nie gesehen. Und, die Spielesendung Game One. Game One hat, die haben ja meistens Moderation, Einspieler, Moderation, Einspieler, Moderation. Kommt drauf an, wie lang die Folge ist. Und die haben halt während der Moderation in einer Folge immer wieder einen Max Payne-Witz gebracht. Also entweder auf den Text angespielt. Wie teuer ist das Spiel denn? Es kostet 7 Euro. Max Payne! Oh Gott, ja genau das ist halt, wodurch ich dieses Spiel kenne. Dito. Was bei mir, ehrlich gesagt, für so einen absoluten Bleib mir weg damit Faktor gesorgt hat. Da gab es diesen schönen Moment, als DigiD und ich bei Nerds dazu Gast waren und DigiD hat es gebracht, den Max Payne 3 für die PS3 zu schenken. Sie sitzen im Studio, sie fangen dieses Lied an zu singen und ich sitze auf dem Sofa irgendwo zwischen Lachen und Heulen, habe die Hand vor der Stirn und denke mir nur, ich möchte hier bitte weg. Mir war das in dem Moment so mega peinlich. Ich wollte einfach nur weg. Das war so ein richtiger Fremdschämen-Moment. Und das ist, was ich mit diesem Drecksspiel verbinde. Ganz kurz, dazu kann ich zwei Trivia-Fakten erzählen. Erstens, Marvin Wasser macht immer noch YouTube. Und er hat ein Video hochgeladen, wie Casper das auf einem Konzert 2014 gesungen hat. Gott. Und zweitens, das war im Fußballstadion. Wir haben nach 15 Minuten 3-0 hinten gelegen. Da haben wir die Man muss Fans sagen, der Lars ist VfL. Ist Osnabrück-Fan, ja klar. Ja. Und da wurden die Sachen einfach eingepackt, weil man als Fan die Schnauze hat. Und ich und ein Kumpel kamen dann auf nichts Besseres als, ja, lass mal Max Payne 3 einstellen. Und ich will nicht sagen ganz viele Menschen, aber ein paar Menschen haben einfach mitgesungen. Und dieser Moment war so beschissen lustig. Du hast dieses Fußballspiel, dein Lieblingsverein kriegt gerade eine Riesenklatsche von deinem Gegner, von deinem einen deiner Hassvereine. Und du stehst im Stadion, feuerst normalerweise die Mannschaft an, aber nein. Du stehst in der Kurve und singst Max Payne. Ja. So ist von den Leuten, die da mitgesungen haben, habe ich heute sogar noch Kontakt zu. Und mit denen zocke ich sogar teilweise. Aber nicht Max Payne 3. Oh Mann, nein. Ja, gut, man muss ja auch mal sagen, das wird ja auch mal, ich kann mich daran erinnern, auch mal bei den Beans mal irgendwann in der Late-Night-Show Bonjour mal eingestimmt und so. Und wie schon gesagt, das ist jetzt halt wieder etwas bekannter halt durch Nerdstar geworden. Ich erinnere mich ja auch daran, das war jetzt auch, glaube ich, das letzte Mal bei dem im Podcast, da wurde es auch mal bei der allerersten Spawn-Folge so angestimmt und dann war das ja auch im ersten Sendewochenende, Anfang Februar, muss man sagen, wir haben jetzt, da war ja jetzt schon August, also seit einem halben Jahr macht Nerdstar das jetzt schon.
noch ein Fakt. Ja. Wir waren auf dem Community-Treffen, waren wir auf der Kirmes. Und auf dem Rück- und Hinweg haben auch wieder eine Gruppe von Menschen, unter anderem ich glaube, Waldi hat sogar auch mitgesungen, das Lied einfach auf diesem Weg gesungen, weil es... Ich erinnere mich. Ich bin dann auf einmal so 10 Meter weiter hinter euch gegangen, weil mir das ja so peinlich war. Aber ich bekomme diesen Text nicht mehr aus dem Kopf. Ja, das Lustigste... Viele von meiner Arbeit habe ich das Lied inzwischen gezeigt. Ja. Und das ist inzwischen auch... Ja, legendär. Ein inneres Blumenpflücken, wenn ich einen Song singen kann. Ja, genau. Ich habe Erzähl. Nee, ich habe die perfekte Überleitung zum nächsten Spiel. Gut, ich wollte jetzt eigentlich sagen, demnächst wird es irgendwann keinen Podcast geben, wo es nur um Max Payne 3 gehen wird. Nein, wird es nicht geben. Ja, dann mach ihn selbst. Nein. Okay, Exklusivgast. Marvin Wassen, ich frage dich hiermit offiziell an, ob du bei uns mit einem exklusiven Podcast bist über Max Payne. Das wäre toll. Ja, nächstes Spiel. Genau, Plague Inc. Von der einen Plage zur nächsten. Die beste Überleitung des Jahres. Konnte ich mir bei dem Song echt nicht verkneifen und diese Assoziation, die ich zu diesem Spiel habe. Ja, Plague Inc. Wir rotten die Menschheit aus. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf kam. Ich weiß noch, dass ich es zuerst auf dem Handy hatte und dann kam der Sonnenhexer um die Ecke geschossen und meinte so, kennst du das Spiel? Und ich hab da mal was für dich. Und dann hatte ich es dann auch für den PC. Ich hatte es auch zuerst für das Handy irgendwann mal und kam es irgendwann auf PC raus und hab mir es vom Sale mal geholt. Und das am Handy eben ist es Singleplayer und am PC Multiplayer, man kann auch mit zusammenspielen. Und das ist der für mich entscheidende Punkt. Ich liebe Multiplayer-Spiele und ich spiele auch durchaus mal Singleplayer. Klar, Point and Click gibt noch Singleplayer. Aber wenn ich ein Spiel habe, was Multiplayer oder Singleplayer hat, versuche ich immer den Multiplayer zu nutzen. Und Plug Incorporated ist einfach genial gemacht. Rotte die Menschheit aus. Wenn man so einen richtigen... Simples Prinzip. Aber es kann verdammt viel schief gehen, dass die Menschheit überlebt. Ich wollte gerade sagen, das ist so ein richtiges Montagsspiel, wenn sich der Tag schon wieder so richtig, so Arbeit, Schule, Studium, was auch immer, deine Mitmenschen gehen dir richtig auf den Piss. Es ist wie Counter-Strike, du kannst es spielen, du kannst einfach Leute töten. Und wenn es wirklich die gesamte Menschheit ist, ist es super befriedigend. Vor allem kannst du ja noch kreativ darüber entscheiden, wie deine Krankheit mutieren soll, wie du sie nennst. Also du kannst ja wirklich so dein kleines Baby formen, was dann einfach die ganze Menschheit tötet. Du kannst die Pest nachstellen, du kannst, was weiß ich, für welche Viren erschaffen und rotte ganz einfach die Menschen auf. Zombies! Du kannst ein Zombie-Virus kreieren. Ich sag nur so viel, wenn gewisse Leute des Zeitgeschehens irgendwie mal gewählt werden, dann werden auf einmal erstaunlicherweise deren Namen als Krankheiten genommen. Das ist auch schon vorgekommen, Ende letzten Jahres. Was ich auch sehr cool fand, was mir da gerade einfällt, es gab zu Weihnachten einen Modus, wo man einen Weihnachtsvirus verbreiten musste. Man musste wirklich Freude und Liebe den Menschen bringen. Nicht die Menschheit ausrotten, nein, du musstest ihnen Liebe schenken. Das fand ich auch noch cool. Vor allem, weil dann der Virus, der hatte eine kleine Weihnachtsmütze auf. Also dieses Gen-Ding, was da war. Vor allen Dingen, normalerweise musst du erst sowas entwickeln wie überträgt sich die Krankheit? Was für spezielle Anforderungen hat es zum Beispiel? Ist es besonders resistent gegen Hitze, gegen Kälte? Es ist resistent gegen Medizin, weil die Welt ist halt relativ realistisch nachgestellt. Teil und da gab es halt bei dem Weihnachtswurm sowas wie Social Networks werden wieder öffentlich oder du entwickelst die Liebe zurück oder die Freundschaft und irgendwann gab es auch den Suff. Ja, mehr gibt's ja wohl anscheinend dann auch nicht so zu sagen zu dem Spiel. Es ist kostenlos, zumindest bei Android. Ladet es euch runter. Nee,
Bei Android ist es nicht kostenlos. Ich musste dafür bezahlen. Für In-App-Käufe, warte, ich gucke gerade mal nach. Nee, ich musste die App selber bezahlen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob die wirklich kostenlos ist. Auf dem Handy kostet, auf dem iPhone kostet das, glaube ich. Nee, ich musste auf meinem auch bezahlen. Ich kann auch mal gerade nebenbei nachgucken. Egal, ob das kostet oder nicht auf dem Handy. Nee, wer reinschnuppern möchte und die Wahl zwischen PC und Handy hat, sollte vielleicht anfangen mit dem Handy, weil der Preis auf dem Handy ist um einiges geringer als die PC-Variante. PC-Variante roundabout irgendwas bei um 12, 13, 14 Euro mit halt Multiplayer und auf dem Handy, ich sag mal, paar Euro, maximal geschätzte 4, 5 Euro. Teurer dürfte es eigentlich nicht sein. Also bei mir sagt er am Handy, kostet nichts, also direkt installieren. Ich bin mir aber nicht sicher, weil ich weiß noch, ich habe damals dafür bezahlt, irgendwie 2-3 Euro, aber das ist das Spiel definitiv wert. Du kannst halt für In-App-Sachen kaufen, sagen wir so. Wenn du gut bist, kannst du dir sogar, das finde ich besonders geil, alles freispielen. Du kannst es kaufen, was deutlich leichter ist, oder du kannst es frei spielen. Ja. Ich würde mal sagen, bevor wir jetzt das große Schweigen hier haben, wir gehen weiter zum nächsten. Wir haben noch 4 Spiele vor uns. Weißt du, wisst ihr, wo auch ein großes Schweigen ist? Im Wald bei Slender. Diese Überleitung. Das ist ganz so gut. Aber ich habe mir Mühe gegeben. Das möchten wir auch anerkennen. Ja, Slender, das ist ein Spiel, wo wir beide wieder was zu sagen können. Aber hast du Slender komplett gespielt? Ich war immer zu unfähig, um die 7 Seiten zu erreichen. Aber ich habe die kostenlose Version und die gekaufte Version habe ich mal gespielt. Also meine Slender-Erfahrung, wer mich und meinen Stream kennt, der weiß, der Rest der Menschheit möchte immer gerne, dass ich Horrorspiele spiele. Ich selber lehne das eigentlich ab. Ich habe da keinen Bock drauf, weil ich so eine Schissbuchse bin. Und im privaten Rahmen, das ist jetzt auch schon locker 2 Jahre her, bei einer Freundin gewesen mit einem Kumpel. Und da kamen wir irgendwie auf die dumme Idee, jo, lass mal Slender anmachen. Das endete dann darin, dass ich vielleicht 10 Minuten gespielt habe, noch nicht mal irgendwas passiert ist, aber für mich als Schissbuchse hat schon diese bloße Atmosphäre gereicht. Ich habe den Slenderman nicht gesehen. Ich habe auch, glaube ich, eine Seite gefunden, ohne dass mir überhaupt was passiert ist. Aber ich hatte so die Schnauze voll von diesem Spiel. Ich habe mich schon so geängstigt. Die Freundin wollte dann auch nicht wirklich spielen. Der Kumpel, dem war das dann auch zu doof mit 2 Weibern, die voll Schiss haben. Es endete dann darin, dass wir einen der My Little Pony Filme gesehen haben, weil wir irgendwas wirklich Niedliches brauchten nach diesem blöden Horrorspiel. Dabei ist Slender ja eigentlich wirklich noch Kindergarten. Also ich hab's halt, als diese YouTube-Welle da aufkam und jeder es gespielt hat, habe ich auch mal runtergeladen. Hat damit ein, zwei Runden meinen Spaß. Und dann irgendwann erste Freundin und so weiter und so fort. Und die wollte mal wissen, was denn diese Videospiele sind und Waldorfschülerin halt. böse. Habt ihr dann ein paar Sachen gezeigt, so Minecraft habe ich der gezeigt, ich habe der Deponia gezeigt und so weiter und so fort. Und dann auch Slender, weil das war gerade Top-Thema Nummer 1 zu dem Zeitpunkt. Und ich habe es eine Runde vorgespielt und dann die zweite Runde gestartet, weil sie das so toll fand. Und in der Zeit hat mich meine Mutter gerufen, ich bin weg. Und meine Freundin dann komplett verängstigt auf diesem Stuhl. Ich habe Angst davor. Ich will das nicht weiterspielen. Geh weg damit. Oh ja, und dieses klare Nein-Gefühl kenne ich auch. Das habe ich auch mal bei solchen Spielen. Ganz kurz, die hat sich nicht mal einen Millimeter bewegt. Die hat es nicht mehr angepackt und hatte trotzdem Schiss davor. Und ich war wirklich so verängstigt, die hat gar nichts mehr an dem Abend überhaupt an Videospiele Zeit verschwendet, obwohl sie von mir noch so viel gezeigt haben wollte. An Videospielen.
Ja, das kenne ich auch und Aber das ist nee. halt auch so ein Phänomen, sag mal, absolut einfaches Spielprinzip, hat so ein bisschen kulturellen Hype losgetreten. Ich glaube, jetzt sogar im Ernst kommt dieses nächstes Jahr irgendwann sogar ein Film dazu raus. Hooray. Das hat die Welt gebraucht. Ja. Gibt doch Was fast die alles Welt von. aber wirklich gebraucht hat, war ein so geiles Spiel und vor allem so eine geile Serie wie The Walking Dead. Ja, super Ah. Überleitung kann man sagen. Wir Also, reden hier über das Telltale Game, oder? ja, wir reden Ach, hier ja. über das Mit Telltale Game. Ich kompletten habe es mir ja selbst, ich Superpowern. habe ja Ja. mir Notizen im Übrigen gemacht, weswegen man immer diese Zetteln hier hört. Geil, du hast die Notizen gemacht. Applaus für Buddy. Ich mache mir immer Notizen, hallo. Bis Naja. auf dem letzten Samstag. Aber Was das war, ich ein bin Ausrutscher. ausgerutscht. Das war Ich, eigentlich du eine bist aus der Norm. genau, Genau. das war Not und Elend. Aber sonst habe ich mir dann auch Notizen gemacht. Ich habe selbst ja auch dahinter Fragezeichen, Ausrufezeichen, Telltale geschrieben, weil Ja, natürlich. ich habe es Der mal wieder Shooter so. kam, glaube ich, ein Jahr danach raus, irgendwie Ja, sowas. deswegen. Und Und das der war kotzig. Telltale-Game, das ist ja ein Point-and-Click sogar gewesen. Ich habe es nur bei einigen Eins Streamern mal der wieder ersten gesehen. großen Spiele von Telltale Games. Ja, danke, genau. Und Entschuldigung, wolltest du gerade sagen, das tut mir leid. ja, das hätte man. Egal. Hab's nicht selbst gespielt, finde es aber toll, muss ich zugeben. Wahrscheinlich wird irgendjemand anderes sagen, nein, aber wahrscheinlich in den Kommentaren oder sonst wo, keine Ahnung, per SMS wahrscheinlich. Und ich habe es leider nicht gespielt, weil ich selbst nicht hab, aber ich bin wirklich davon beeindruckt gewesen. Ich habe das bei diversen Streamern gesehen, saß dann da auch so. Ich habe mir auch ab und zu mal, um das auch noch mal so zu sagen, die Serie mir auch angeguckt, wird mir dann aber auch irgendwann so ein bisschen, ja, Zombies, toll und so, ja, besteht der halbe Zuschauerbestand von RTL 2, wo es ja läuft. Und deswegen, ich finde das Spiel richtig geil, muss es halt mal irgendwann mal wirklich selbst mal spielen, damit ich so mal richtig was dazu sagen kann. Aber alleine, wie das gemacht ist, dass es ein Point-and-Click-Adventure ist, wie das halt auch aussieht, das ist schon richtig cool gemacht. Und dass es ja auch auf den gleichnamigen Comic basiert, das ist ja auch sehr schön. Man muss auch im Übrigen sagen, ist ja nicht nur für Konsole und PC erschienen, sondern sogar selbst auf dem Smartphone. Das ist ja auch eine richtig tolle Sache. So wie ich jetzt hier den Artikel offen habe, den ich hier habe von Ja, Wikipedia. doch fast allem entwickelt, was, Genau. was irgendwie relevant Genau, ist. auf Gamepad, Maus, Tastatur und Touchpad. Ja, dann lasse ich euch mal schmunzeln über das Was Spiel möchtest du anfangen? The Soll ich anfangen? Walking Dead. Ja, grafisch, was mir an dem Spiel positiv aufgefallen ist, geht es ja auch ein bisschen in die Richtung von Borderlands. Also es hat Ja, halt das auch stimmt. diesen, ja. Cel-Shading. Genau, danke. Ich wusste jetzt nicht, wie das genau heißt. Ich hätte jetzt gesagt, diesen nicht ganz rein klaren Zeichenstil, sondern mit diesen etwas dickeren Linien, was ich persönlich ja auch oft anwende bei meinen Zeichnungen. Ich muss sagen, im Gegensatz zu Wadi, der auf das Spiel so ein bisschen scharf ist, bin ich unfreiwillig in den Genuss dieses Spiels gekommen. Ich wusste nämlich nicht, was ihr damit gemeint habt, deswegen habe ich gerade auch nochmal nachgefragt, ob Telltale oder nicht. Ja. Ich war ja Das zu Besuch. andere kam ja später und wir werden es auch noch behandeln, sehe ich gerade. Und ich habe mich dazu sogar eingetragen. Also ja auch hier. Ja. Gut. Ich war zu Besuch bei Art and Games hier in Essen und dann hieß es so, ja, du bist ja hier, du brauchst ja nicht nur zugucken, du kannst ja auch mitspielen. Hier, spiel mal. Ja, was denn? Ja, The Walking Dead. Ich so, nee, Zombies sind allgemein nicht so unbedingt meins, ich kann dir nichts abgewinnen. The Walking Dead. Die ersten paar Folgen waren mir absolut zu ekelig. Später habe ich dann durch einen Kumpel eine Folge mitgucken müssen. Und da fand ich es einfach nur unlogisch und scheiße. Wer meinen Rant gegen Until Dawn mitgekriegt hat, der wird sich vorstellen können, wie ich The Walking Dead zerpflückt habe. Ich muss ja auch mal, das will ich noch kurz sagen, ich muss auch zugeben, wenn ich jetzt auch so generell über Zombies und so rede, das ist ja nicht mein Genre, Horror im Allgemeinen. Also da bin ich, wie andere Freunde, die ich kenne, meistens richtig ein Schisser, kann man so sagen. Kann man auch Und zustehen. ja, genau, ich stehe auch dazu, also ich bin da halt geradewegs nicht so,
der Freund des Horrorgenres, aber bei dem Spiel, da muss man wirklich sagen, das ist wirklich genial. Also die Serie, da ist wahrscheinlich sowieso, da gibt's, ist man, kann man froh sein, dass es da Meinungen gibt, aber nochmal auch mal so gesagt, der hat doch immer sonst erwähnt, der mag doch keinen Horror, aber Horror mag ich nicht, aber wenn es halt meistens so Spiele sind, wo ich sehe das ja halt meistens auch anders dann, aber das im Nachhinein, wenn man es erstens nicht gezockt hat oder zweitens es doch gezockt hat. Egal, weiter. Darf ich jetzt was sagen? Ja. Oder dürfte ich gleich ausreden? Oder so? Ist ja alles okay. Naja, meine Erfahrung von dem Spiel war halt dann einfach so, ich wurde da gegen meinen Sinn, Anführungsstrichen, vorgesetzt, Serie nicht wirklich gesehen und mich hat's angekotzt, das Spiel ist einfach zu dunkel und diese schnelle Reaktionszeit und allem. Zum selber Spielen fand ich es richtig ätzend. Ich hätte da wirklich kotzen können, weil es mich so aufgeregt hat einfach nur. Aber ich habe dann die weiteren Streams verfolgt und ich muss sagen, die Story fand ich fesselnd. Die hat mich dann interessiert, wie es weitergeht, aber das ist so ein Spiel, wo ich sage, gucken ja, selber spielen absolut nein. Das ist so, was ich dazu noch sagen kann und damit bin ich eigentlich auch für diese Podcast-Folge mit meinen Beiträgen fertig. Ja, danke. Nein. Ja, damit, Lars, dann du noch was zu Walking Dead. Ich dachte, du wolltest mich gerade übergehen. Nee. Ich habe das Spiel selber gespielt, aber auch nachdem ich erst mitbekommen habe, dass es deutsche Untertitel gibt. Das Spiel ist halt komplett unabhängig von der Serie. Und es zählt so andere und neue Charaktere im selben Grundszenario, im selben Universum. Und es fesselt dich so sehr an die Story, an die Charaktere, an deine Entscheidung, weil das Spiel lebt durch seine Entscheidung. Nicht unbedingt durch Rätsellösen, sondern eher durch deine Entscheidung. Sodass die ersten 5 Episoden schneller vorbeigingen, als ich eigentlich wollte. Das DLCs Vorhand These Days war cooler Bonus, jetzt kein Muss. Und die zweite Staffel war auch gut. Da kann man nicht zu viel sagen, ohne dass man den ersten nicht gespielt hat. Obwohl, wenn ich mir, glaube ich, das so angucke, wie es bei Steam beworben wird, dürfte klar sein, was passiert. Und der zweite war auch gut und die dritte Episode habe ich noch nicht angepackt und mal gucken, wann ich das tun werde. Auf jeden Fall Walking Dead, Zombie-Fans, Fan der Serie, Freunde von solchen Spielen wie Until Dawn und Konsorten, unbedingt spielen. Die Story fesselt dich halt komplett. Und du lernst diese Charakter lieben. Und am Ende wirst du definitiv, wenn du dich drauf einlässt, einfließen lassen. Das ist bei mir so. Ja, darüber können wir uns dann auch freuen. Bla. Etc. pp. Ja, kommen wir dann zum vorletzten Spiel. Also wir sind auch gleich durch, liebe Freunde. Also es geht nicht mehr so lang wie letztes Mal, gefühlt 5 Stunden oder so, sondern sind jetzt beim nächsten Spiel. Torchlight 2, wenn ich richtig lese. Und dazu können... Ja, du kannst lesen. Ja, ich kann lesen. Ja, das ist wenigstens Qualifikation hier bei der JOTV. Torchlight 2... Zwei Leute können dazu was sagen. Bitteschön. Wer möchte gerne anfangen? Ich glaube, den Michael haben wir schon lange nicht mehr gehört. Ja, Michaels Stimme vermisse ich. Erzähle mir. Okay. Torchlight 2 habe ich mal über einen Bundle seinerzeit bekommen, irgendwann mal reingeschaut und gedacht, oh, Diablo? Weil es ist vom Spielwesen her zwischen Diablo 2 und Diablo 3 für mich gedacht, jetzt so anzusiedeln. Es ist ein Hack-and-Slash-Spiel. Du musst gegen Monster kämpfen, Monster looten, einfach bessere Rüstung haben. Kannst auch gut im Multiplayer spielen. Empfehle ich auch. Der Multiplayer macht richtig Spaß. Und ja,
Weil ich habe immer gehört, ich weiß nicht, was dran ist, dass Entwickler von Diablo, von Blizzard weggegangen sind und halt eben zu diesem Studio die Torchlight 1 und 2 rausgebracht Ja, haben. das Was dran stimmt. ist, weiß ich nicht, Das kann ich ganz aber. gut einwerfen. Das Entwickler sind von Blizzard nach Entscheidung bei Diablo 3, wie mit dem Auktionshaus, sind sie zu Torchlight 2 und Path of Exile gegangen. Gut, und das sieht man den Spielen halt an, dass da die Entwickler von Blizzard halt mit drin sind, weil, wie soll ich sagen, es ist nicht das Gleiche, aber es spielt sich ziemlich ähnlich. Und das ist aber für mich auch ein Pluspunkt, ist nicht negativ, weil der Wiedererkennungswert, das Reinkommen, ist für mich gesehen wesentlich einfacher in dem Moment. Das macht Spaß. Oft genug auch im Sale, aber wobei das auch wirklich seinen Normalpreis wert ist. Das auf Man jeden muss nicht Fall. auf den Sale achten, es ist wirklich gut gemacht. Und gerade, wie gesagt, bin Multiplayer-Fan, im Multiplayer immer lustig, wenn du die passenden Leute hast. Im Großen und Ganzen kann ich mich Michael anschließen. Bloß das Spiel kannst du halt auch komplett mit Schusswaffen spielen, was ich aus irgendwelchen Gründen auch bevorzuge. Es geht halt stark in die Richtung von Diablo 3. Was mich aber eher angesprochen hat, ist die Grafik. Keine Ahnung, ich fand dieses Comichafte fand ich sehr schön. Mal was anderes. Und im Großen und Ganzen, ich habe 11 Stunden gespielt und ich glaube, ich bin auch sehr, sehr, sehr weit am Anfang. Ich weiß nicht, hast du es durchgespielt, wenn man so sagen kann? Ich bin ein bisschen über 20 Stunden, wovon viele Multiplayer sind, weil im Multiplayer fängst du ja quasi wieder von vorne an, was dann nicht schlimm ist. Nein, durchgespielt habe ich es nicht. Aber es Was werden war dann? bestimmt noch ein paar Stunden dazukommen, weil bei mir auf dem Teamspeak sind halt ein paar Leute noch, die das auch mit mir gespielt haben. Und wenn ich dann mal wieder sage, komm, lass mal wieder eine Runde spielen, dann werden die auch sagen, klar, gerne. Was ich sagen muss, ist halt, es gibt auch bei Steam Workshop viele, viele geile Mods. Und zum Beispiel, du kannst dir direkt am Anfang einen Begleiter aussuchen. In der normalen Version sind Tiere. Und ich laufe natürlich mit Claptrap rum. Der bringt auch ein paar Sprüche und er ist auch in einem Easter Egg zu finden, sagen wir so. Und mit dem laufe ich halt gerade als Companion rum, weil ich den einfach voll geil finde. Du bist masochistisch veranlagt, kann das sein? Ja, das ist er. Freiwillig mit Claptrap zu laufen? Anders kann man das nicht bezeichnen. Manche Nein, stehen er halt hält ja drauf, auch. ne? Er hat. Ja, natürlich, ich stehe auf Roboter. Jetzt habt ihr mein böses Geheimnis rausgefunden. Bam, bam, bam. Du bist Captain Jack Harkness? Nein, ich. Der hat. Natürlich hat er ein, zwei catchy Sprüche aus dem Spiel übernommen. Aber im Großen und Ganzen ist es halt nur ein Mod. Und es ist, verhält sich nicht anders als ein normaler Begleiter. Diverse Mod. Du kannst zum Beispiel auch mit einem Portal oder mit einem Companion Cube rumlaufen aus Portal 2. Also, wenn ihr es alleine spielt, empfehle ich Mods. Wenn es in der Gruppe spielt, könnte es eigentlich auch so spielen. Und es gibt die ganz, ganz, ganz viele Mods. Was ich auch eigentlich ganz cool finde. Zum Beispiel noch ein Mod, die Headcrabs aus Half-Life 1 und 2. Ich glaube, ich wäre damit soweit durch. Ja. Gut. Durch bist du noch lange nicht, Lars. Ich weiß ja nicht, Michael, willst du dazu noch was erzählen oder? Nein, ich Gut. bin durch. Gut. Dann ist Lars noch nicht durch, denn da ist noch ein Spiel, das letzte Spiel für diesen heutigen Podcast. Zombie U. Das hast du auch angespielt. Zombie habe ich durchgespielt. Dazu muss man wissen, Zombie U ist ein Spiel von Ubisoft, was erst exklusiv auf der Wii U funktionierte oder entwickelt wurde, was auch, ich glaube, als einer der wenigen Spiele überhaupt das Gamepad vernünftig eingebunden hat. Man muss ja auch sagen, Wii U hatte ja das schöne Gamepad mit Ja, dem Bildschirm drin. insgesamt hat ja, positive bis durchwachsene Kritiken bekommen. Mir hat es Spaß gemacht. Es ist ein
sehr ernstes, sehr dunkles, sehr trauriges Zombie-Spiel. Du spielst in London. Es ist halt Pest, wird es, glaube ich, im Spiel genannt. Du ziehst durch die Stadt und eine Computerstimme mehr oder weniger oder ein Mann, der in einem Sicherheitsraum sitzt und dich durch die Stadt leitet, durch dir deine Aufgaben sozusagen gibt. Und das Besondere an dem Spiel ist, wenn du stirbst, was durchaus passieren kann, weil manche Gegner auch ein bisschen unfair sind, spielst du nicht mit demselben Charakter weiter und hast auch nicht deine Ausrüstung, sondern du musst erstmal zu dem Punkt, wo du gestorben bist, und dein altes Ich töten. Weil dein altes Ich wird immer zum Zombie und das alte Ich musst du dann erstmal beseitigen. Dazu hast du das Prepper Pad, heißt es, auf der Wii U hat es sehr gut funktioniert, da habe ich es auch kurz angespielt. Du hast einen Scanner, da hast du deine Karte drauf, du hast deinen Rucksack drauf und wenn du halt in dem Menü bist, können dich Zombies immer noch angreifen. Und das macht so einen richtigen Stressfaktor in dem Spiel aus, was die Spiel halt konsequent ausnutzt und dann sehr, sehr gerne untote Freunde auf dich losziehen lässt. Sonst ein bisschen Horror ist mit drin und vor allen Dingen das Coole ist, du besuchst bekannte Orte von London. Zum Beispiel spielst du das größte Teil des Endes spielst du in Buckingham Palace. Und da ist auch also die Queen ist quasi ein Zombie. Nein, die Queen findest du nicht. Die Queen wurde wahrscheinlich rechtzeitig evakuiert. Aber was wirklich schade an dem Spiel ist, der Trailer zeigt so ein bisschen Dead Island-Style, wie sich so ein bisschen die Welt komplett verändert hat. Und da hätte ich mir mehr, dass man da mehr drauf eingegangen ist. Weil Story hast du nicht wirklich in diesem Spiel, was ich sehr, sehr schade finde, weil ich so ein Typ bin, so, wie hat das alles angefangen? Und da könnt ihr auch schon wieder Stunden drüber reden. Wie hat es angefangen? Wie hat es sich entwickelt? Wie war es der Zeitpunkt, als die Zombies die Überhand hatten? Und so weiter und so fort. Und es macht auf jeden Fall Spaß. Das kann man sagen. Kostet, glaube ich, 15, 20 Euro. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen, wenn man auf Zombies steht. Ja. Und auf jeden Fall ist es sehr blutig teilweise. Ja, das kann man so sagen. Ist ja, ja. ab 18 gelistet. Also Zombie U für die Wii U unter anderem, aber auch für andere Plattformen zu finden. Also auf der Wii U sieht es am schlechtesten aus, aber du hast halt noch einen ganz anderen Stressfaktor. Also ich würde fast die Wii U Version präferieren. Das auf der PS4 gespielt. Ja, damit sind wir, wie schon gesagt, dann durch mit dem Jahr 2012. Machen wir dann auch an dieser Stelle Schluss für diesen heutigen Podcast. Jetzt denkt ihr so, oh mein Gott, ihr wolltet doch bis 2017 Spiele besprechen. Je nachdem, wie das hier ablaufen wird, werden wir uns im nächsten Podcast, der etwas später kommen wird, der wird im Übrigen, das können wir schon sagen, nach der Gamescom stattfinden. Ich sag mal so, 50% der Anwesenden hier im Podcast sind in Köln auf der Gamescom. Das wisst ihr ja jetzt auch von uns. DerchoTV wird auch da sein. Sprich, meine Wenigkeit. Wie genau, das könnt ihr ja schon lesen auf derchotv.de. Ich hoffe, zu diesem Zeitpunkt habe ich wirklich die News geschrieben. Wenn nicht, habt ihr sie dann spätestens heute bei Update Medien gehört. Ich bedanke mich an euch drei. Ich bedanke mich, dass ihr für diesen heutigen Teil wieder dabei wart. Connor, falls du es heute gehört hast, ich hoffe wenigstens, dass du beim nächsten Teil dann wieder mit dabei bist. Kannst ruhig gerne in die Kommentare, so wie ihr die auch natürlich auf YouTube oder auf Soundcloud, gerne dazu was schreiben. Eure Meinungen zu den jeweiligen Spielen und welche Spiele wir eventuell vergessen haben. Da könnt ihr dann auch dazu was sagen und dann ergänze ich das wahrscheinlich oder halt Lars oder halt jeder andere, der hier gerne auch dazu was sagen will. Ich bedanke mich ganz herzlich an meine Gäste fürs Dabeisein. Ich habe zu danken, dass ich dabei sein durfte. Ja, du bist ja. Ich schließe mich an. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Immer wieder danke gerne. und hat auch wieder sehr viel Spaß gemacht und ich bin schon gespannt, wie die kommenden Jahre noch werden. Mhm. Das klingt jetzt so, als würden wir das jetzt die kommenden Jahre machen. Ja, nein, also die kommenden Jahre, die wir noch besprechen möchten. Genau. Wir haben ja noch 13, 14, 15, 16, 17. Wir haben noch 5 Jahre vor uns. Genau. Genau. Und wenn wir die jeweils mit 2 Stunden besprechen, wie wir es aktuell jetzt haben, dann haben wir noch roundabout 10 Stunden Podcast vor uns. Das stimmt. Oh, und dann hast du und das schön Discord verbringen. Rechne die noch, die off-air hier dabei sind und bei anderen Streams eventuell. Ja, das ist dann der Podcast für diese Woche gewesen, beziehungsweise auch für diese Zeit. Wenn der nächste Podcast ist, das erfährt ihr natürlich hier auf DerchoTV, Facebook und auf Twitter. Im September ganz dann natürlich, wichtig. Genau, das sei auch nochmal gesagt. Weißt du denn, was das beste Spiel des Jahres 2012 war? Max Payne. So. Ist jetzt gut. Mit diesen Worten, und mit diesen Worten verabschiede ich euch in das Ende des Podcasts. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen auf YouTube, je nachdem. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Wie immer Ciao. Auf YouTube und auf derchotv.de. Dankeschön. Tschüss. Ciao.